ja auch schön, ey. So, herzlich willkommen zum Jahresrückblick, zum ersten Mal mit Opener unter unserem Gespräche. Ich klinge gleich ganz anders. Das Hallo Sven. Ist ja, ich klingst du auch anders? Gesehen. Das war jetzt so, als würde ich eine Folge von uns selber hören und ich dachte gerade, ach, ich habe ja gar nichts zu tun, das läuft ja vollkommen automatisch. Liebe Zuhörerschaft, wir haben noch nie unseren eigenen Einspieler direkt live in der Folge gehört, das ist einfach, wir sind in der Zukunft angekommen. Genau, ich durfte ein bisschen investieren oder ich wollte und konnte. Ich weiß gar nicht, wie mir das erlaubt hat. Also ich habe es einfach getan und jetzt gibt es hier ein bisschen mehr Technik, die sowas ermöglicht. Das ist wundervoll und funktioniert auch fast immer. Ja, und jetzt brauchen wir eigentlich hier Konfetti und Lampen und... Denn herzlich willkommen zur großen Schöne-Ecken-Jahresrückblick-Folge. Die große Jahresabschlussgala, die ihresgleichen sucht in puncto Inszenierung und allem anderen. Ja, ach ja, schön. Wir machen Jahresrückblick, ihr kennt das schon von uns. Einmal pro Jahr, wenn das Jahr zu Ende ist, offensichtlich, schauen wir zurück auf alte Folgen, inzwischen alte Folgen, auf alles, was wir erlebt haben, erzählen euch ein bisschen, was hinter den Kulissen passiert ist oder auch vielleicht nicht passiert ist, hätte passieren sollen und können. Und wir haben Outtakes dabei. Ganz viele. Ja. Über 30 dieses Mal. Ich hoffe, sie sind lustig. Und traditionell ist das auch die Folge, in der wir uns gegenseitig zuwerfen, was wir trinken, also nur verbal, ne? Weil wir haben mal, glaube ich, angefangen, noch zu Helges Zeiten diese Folge in einem Weinlokal aufzunehmen, das ihr beide sehr gerne besucht hattet. Und da durfte ich einmal live zugeschaltet sein und habe auch Wein gepichelt. Was gibt's denn bei dir heute zu trinken? Ich hätte mir einen Wein aufmachen sollen, stimmt. Ich habe aber ganz... uncool nur Tee hier stehen und ich habe in einmal mit Profis ich habe in Corona eine neue Vorliebe für Tee entwickelt. Ich habe Tee früher immer gehasst und zwar seitdem ich entdeckt habe, wie sehr ich Weihnachts-, Winter- und Kaminabend-Tee mag, so mit ganz viel Geschmack und Chemie. Also ich habe hier einen Kaminabend-Tee, das ist glaube ich mit, da ist eine Orange drauf und so Zimt-Dingsies und noch irgendwas. Schmeckt geil. Gut, wir werden ja auch älter, deswegen müssen wir mit dem Alkoholkonsum auch ein bisschen aufpassen, sonst lallen wir am Ende der Folge. Ich habe trotzdem ein wenig Alkohol da, weil sonst werde ich ja unlustig. Allerdings kein Wein, sondern ich habe einen Coffee Layer Liquor von Sheridan's. Okay. Der hat mich im Supermarkt angelacht, weil er in einer sehr ausladenden Flasche kommt, die zwei Kammern beinhaltet. Und es ist unglaublich aufwendig herauszufinden, wie man diese Flasche mit zwei Ausgießern gleichzeitig so eingießt, dass die unterschiedlich großen Kammern und damit auch unterschiedlichen Mengen an Flüssigkeiten so im Glas landen, dass man für alle bis zum Schluss beide Flüssigkeiten hat. Ah. Das eine ist Milch, das andere ist halt der Kaffeelikör, also so ein Sahnelikör, das andere ist der Kaffeelikör und nein, das ist nicht gesponsert, aber der schmeckt tatsächlich ganz okay und ich nehme jetzt mal einen Sip. So, das war der ASMR-Teil dieses Podcasts, ab jetzt bleibt ihr verschont, wobei nein, ich habe noch einen, noch etwas, einen namentlich nicht zu nennenden, ach was soll's, ist ein Red Bull. Ich muss nämlich gucken, dass ich hier, Achtung. Dass ich hier auch wach bleibe. Und in diesem Sinne. Ich bin jetzt ein bisschen neidisch. Prost. Warum hast du das nicht vorher gesagt, dass du Alkohol trinkst? Nee, das ist nur ein Gläschen, Cornelis. Wobei, andererseits, ich hatte letztens, als ich in Garmisch-Partenkirchen unterwegs war, hatte ich ein mittelgroßes Glas Wein und danach habe ich nicht mehr nach Hause gefunden. Insofern, wer weiß, wo das hier hinführt. Tja, vielleicht führt es ins neue Jahr. Mal gucken. Also, ich wollte eine kurze Geschichte erzählen übrigens. Vielleicht ganz wichtig, klinge ich anders. Also nicht nur wegen neuer Technik und einem übrigens auch neuen Mikrofon, aber ansonsten auch. Was war denn am alten Mikrofon nicht mehr gut genug? Es war alt und es hat gerumpelt und ich musste es schon ein paar Mal mit aufwendiger AI-Technik so weit bearbeiten, dass wir es wieder aufgenommen haben, dass man das nicht mehr gehört hat. Also das war tatsächlich Baujahr 1999, gekauft von Geldern, die ich im Radio verdient habe, dem bisschen. Bei meiner Lokalradiozeit, ihr hörtet davon und das war einfach doch ein bisschen sehr alt. Ich nutze das auch noch manchmal, aber es ist nicht mehr ganz optimal. Und ich habe schon sehr lange mit einem, wer kennt es vielleicht, an dem Shure SM7B. SM7B, genau, danke. Geliebäugelt und hatte aber nie einen Raum dafür und naja, jetzt bin ich extra dafür in eine andere Wohnung gezogen für dieses Mikrofon. Okay. Auch das ist passiert. Wir nehmen daraus zwei Erkenntnisse mit. Erkenntnis Nummer eins ist, liebe Leute, im Kopf einfach alles, was Cornelis gerade über sein Mikrofon gesagt hat, im Kopf gegen
die Frage austauschen, wenn ich gefragt hätte, was war denn an der alten Stimme schlecht? Ja, dann wird's lustig. Und die zweite Erkenntnis ist, wenn man ein bestimmtes Mikrofon möchte, holt man sich dafür Räume und zieht um. Genau. Aber eigentlich. In diesem Sinne stelle ich dir die Frage, auf die es eigentlich hinauslaufen sollte. Was ist denn mit deiner Stimme passiert? Genau. Ich wurde nämlich gelasert in der Nase. Und mir wurde vorher gesagt, also das war keine Schönheits-OP, das war eine medizinische OP oder ja, Operation, genau, weil ich anscheinend zu viel Verbiegung in der Nase habe, die einfach von zu vielen Jahren Heuschnupfen kommen. Und da hat der Arzt gesagt, zack, wir müssen da einfach mal rein, damit sie wieder besser schlafen können und nicht so viel im Weg ist. Und das macht man heutzutage mit Lasern, so richtig. Piu, piu. Und mir wurde also vorher dann noch die Frage gestellt, ob ich was mit meiner Stimme mache, beruflich. Und wenn ja, wäre mir empfohlen worden, das nicht zu machen, weil die Stimme sich verändern kann durch diese andere Form der Nase. Und jetzt, okay. Frage, hat sich was verändert? Also du hast das ja im Vorfeld schon groß und breit angekündigt, denn ich, bei mir steht sowas Ähnliches ja auch an und wir hatten schon irgendwie so grob geplant, dass wir eine Folge machen, wo wir beide neue Stimmen haben. Bei mir sind es die Mandeln, die rauskommen, bei denen ich mal erwarte, dass sie etwas mehr Einfluss auf den Stimmapparat haben. Schauen wir mal. Aber ich bin jetzt ein wenig fast schon enttäuscht, weil also für mich klingst du wie immer. Aber ihr könnt das da draußen ja gerne mal also auch kommentieren. Schreibt uns doch mal, ob Cornelis anders klingt. Es ist ja noch nicht fertig. Also das wurde jetzt gemacht. Du hast den Laser mit nach Hause gekriegt und darfst jetzt noch ein bisschen nachlasern. Nee, ich muss noch mal hin. Also der Arzt war nicht zufrieden, er meinte so, oh weia, das habe ich noch nie gesehen, sowas betreff rechtes Nasenloch. Okay. Möchte man das am Ende von einer OP hören? So, mein Gott, das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, naja, also das ist offensichtlich eine härtere Nummer. Links alles super, rechts nicht. Und ich, vielleicht erzähle ich es mal kurz, weil es einfach so interessant ist, was da passiert. Das ist auch ein bisschen eklig, also Triggerwarnung. Wenn euch das jetzt mit medizinischen Themen nicht so gefällt, springt ein Kapitel weiter. Und zwar, dieser Arzt ist sehr flott. Die ganze Operation hat gedauert 20 Minuten vom Reinkommen bis zum Rausgehen. Die meiste Zeit davon war warten auf die Betäubung, die im Prinzip so gelaufen ist, dass man ins Wartezimmer kommt oder ich reingekommen bin und der Arzt meinte so, das ist unangenehm, Achtung. Und da hatte ich schon plötzlich zwei Dinge an der Nase und ein Taschentuch in der Hand, weil ich laufe aus, vorne und innen. Gut, Betäubung. Und danach wurde ich wieder reingeholt, um den eigentlichen Laserteil abzubekommen. Und dann wird es interessant. Ich wurde darauf vorbereitet, dass ich rieche wie Grillfleisch. Also ich selber. Aus der Nase rieche ich in die Nase rein nach Grillfleisch, weil ja etwas weggeätzt wird. Und das war auch so. Ich bekam da eine grüne Brille aufgesetzt zum Schutz vor dem Laser. Und dann sah ich nur noch, wie sich Rauch aus meiner Nase bewegt hat. Ich habe also angefangen zu rauchen. Und es roch nach Grillfleisch. Eine interessante Erfahrung. Es ist auch alles nicht direkt schlimm. Also Zahnarzt bohren ist schlimmer, glaube ich. Aber es ist schon sehr ungewöhnlich. Und ja, aber Ärzte mit Lasern scheinen generell schnell zu sein. Also ich hatte sowas Ähnliches, zwar nur außen, also auf der Haut, wo so Fettunterlagerungen unter den Augen einfach weggebrannt wurden. Und da habe ich auch gedacht, so, ja, mein Gott, die schießen mit Laser so einen Zentimeter unter mein Auge. Das wird doch so irgendwie so, nö, es war so, fertig, 3 Minuten, da war die Kiste erledigt, inklusive Betäubung und Reinkommen. Okay. Insofern, Ärzte mit Lasern scheinen einfach sehr effizient und schnell zu sein. Mehr Laser für Ärzte. Genau, und dann war es doch schon durch. Die nächsten Tage war dann noch ein bisschen mehr Nase zu und Schnupfen, das wurde so angekündigt. Und ich roch letztlich ein bisschen nach Zahnarzt vom Betäubungsmittel und ein bisschen nach Grill vom, vom Wegätzen. Also es war eine interessante Mischung und eine interessante Erfahrung. Mal gucken, ob dann im zweiten Durchlauf noch ein bisschen mehr passiert. Aber ich nehme mal nicht an, dass ich jetzt hinterher komplett anders klingen werde. Und dann ist es auch okay. Ja, das war das. Ja, sonst müssen wir uns einfach einen neuen Namen für dich ausdenken. Dann nennen wir dich Sornelis oder so. Oder Cornelis mit K. Oder Cornelius. Dann bist du, dann bist du der Cornelius. Genau. Das sagen also eh schon so viele bei unseren Interviewterminen. Ja. Insofern. Ja, so, neue Wohnung, neue Stimme, neues Mischpult, neues Mikro, neues Mischpult auch noch. Oh Gott, und kein Alkohol. Nur noch Tee trinkt er jetzt. Ja. Was bleibt noch übrig? Wo soll das alles hinführen? Was übrig. Ich sag, wo das hinführt. Das führt uns nämlich in den Januar genau, des Jahres. Genau, das ist 20. auf jeden Fall, was wir gemacht haben, bleibt ja übrig, ne? So, die Folgen für unsere Nachwelt. Genau, das führt uns nämlich in den Januar des Jahres 2023, wo die gute Lynn mit dir gemeinsam eine Folge aufgenommen hat zum Thema Synchronsprechen. Genau, ein Herzensthema und
die Beschreibung sagte schon, Winterzeit heißt Herzensthema, schöne Ecken. Und das hat mir wirklich ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht. Zum einen, weil sie eine tolle Sprecherin ist und auch in immer mehr Produktionen zu hören ist. Aber auch, weil es einfach sehr viel Informationen für mich gab, obwohl ich Synchron-Fan bin und viel mich damit befasst habe, gab es noch viel zu lernen. Und wir haben auch so ein bisschen mit Beispielen gearbeitet, was auch ganz interessant war, so ein Vergleich zwischen englischer Version, deutscher Version gleichzeitig, links und rechts. Müssen wir nicht nacherzählen, habt ihr alles gehört, hat mir einfach richtig viel Spaß gemacht und vielleicht, du hast es ja dann letztlich als Hörer gehört und kannst es dann ganz neutral, fast neutral bewerten. Ja, das ist ja für mich immer was Besonderes, wenn ich Folgen von uns quasi nur als Hörer, wie früher, als ich noch nicht dabei war, erleben darf. Und ich fand das auch sehr, sehr interessant. Ich erlebe das ja öfter einfach auch aus erster Hand bei Lynn mit. Insofern ist das spannend, das mal so professionell von euch beiden aufbereitet zu hören. Und wo wir bei Dingen, die bleiben sind, ich darf an dieser Stelle ankündigen, dass wer Lynn mal in einer etwas ausufernderen Rolle hören möchte, der oder die darf sich dann um Weihnachten herum auf Arte nach der Serie Icon of French Cinema umhören oder schauen in dem Fall sogar. Denn das ist eine 6-teilige Serie mit jeweils 30 Minuten Folgen, also die geht auch nicht so elendig lange und ist wirklich humoristisch. Ich habe da schon ein paar Teaser von zu sehen bekommen, wo Lynn die Hauptrolle sprechen darf. Das ist eine autobiografische Serie über eine französische Schauspielerin, die nach Amerika gegangen ist und dann später nach Frankreich zurückkehrt. Und die ist mit viel Humor und Selbstironie aufbereitet. Und sie spricht da die Hauptdarstellerin, die Judith, und hat dafür bereits von der Crew ganz, ganz großes Lob bekommen. Und alle sind mit der Performance sehr, sehr glücklich. Insofern, wenn ihr mal Lynn live hört, also Lynns Werk hören möchtet, ist es am einfachsten, in diese Serie namens Icon of French Cinema auf Arte um die Weihnachtszeit herum reinzugucken. Die ist natürlich dann auch in der Arte Mediathek verfügbar. Nein, wir bekommen kein Geld von Arte. Leider. Und vermutlich können wir die auch schon verlinken hier in den Shownotes, denn wenn die Folge rauskommt, dürfte schon fast Weihnachten gewesen sein. Oder vielleicht war es doch schon. Ja, super toll und vielleicht irgendwann mache ich mal einen Podcast Schöne Stimmen, weil ich das so gut finde, dass einfach ich liebe Stimmen und ich glaube, wir beide lieben Stimmen und das Sprechen, einfach mit der tollen Stimme direkt zu interagieren und da gibt es ja noch so viel mehr und ich glaube, es gibt keinen Synchron-Podcast, in dem die Stimmen in perfekter Qualität aufgenommen sind, was einfach ein Muss ist. Gut, vielleicht kommt es irgendwann. Vielleicht auch nicht. Wir gehen mal in die Outtakes und als kleine Trennung zwischen diesen beiden Folgen der nächsten Folge hören wir mal rein. Und tatsächlich hat es sich gelohnt für mich, die neue Stimme zu bekommen, denn ich war dieses Jahr sehr viel kaputt. Ebenfalls danke. Nein, es war jetzt einfach mal wert. Und wir versprechen, in drei Wochen kommen wir mit einem wundervollen, sehr schönen, komplett herzerreichenden Herz, einem Herzensthema, einem lang gelösten Rätsel. Nein, ich versuche es nochmal. Also, versprochen. Wir kommen wieder in drei Wochen mit einem wundervollen, sehr. Nochmal. Outtakes. Ja. Zu spät. Also. Ja. Und versprechen, wir kommen wieder in drei Wochen mit einem wunderschönen. Scheiße. Oh Gottes Willen, das ist ja großartig. So. Was möchtest du eigentlich sagen? Ich möchte sagen, auch wenn es heute etwas weniger empfindlich war, in drei Wochen gibt es ein tolles, wundervolles, schönes Thema. Das macht einfach nur Spaß und wird ein Rätsel lösen, was wir seit, ich glaube, 7 Jahren haben. Also bleibt dran. Oh. Wir decken auf in drei Wochen. Oh je, oh je. Es erinnerte mich an diese Szene. Kennst du dieses Video von diesem amerikanischen Nachrichtensprecher, der irgendwie so einen komischen Text davor gesetzt bekommt, das irgendwie 4-mal nicht hinbekommt und dann irgendwie einfach nur schreit so, fuck, we're doing it live. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Aber daran hat es mich jetzt so ein bisschen erinnert. Vor allem, ich habe null Erinnerung daran, in welchem Kontext das passiert ist. Und ich war gerade sehr überrascht, mich selber dabei im Hintergrund zu hören. Welche große Überraschung hatten wir da angekündigt? Die Überraschung weiß ich, welche das ist. Das erwähne ich 2 Folgen später. Komme ich gleich drauf zurück. Nicht vergessen, eine Überraschung. Aber ich weiß nicht, in welcher Folge wir das eigentlich aufgenommen haben. Vielleicht war das, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir springen mal weiter. Und die nächste Folge hat mich überrascht, fand ich sie komplett vergessen habe. Vielleicht liegt es daran, dass das Thema eigentlich ein Thema ist, was mich sehr bewegt, aber Das hast du verdrängt. Ja, Sven fährt Bahn. Das ist einfach nur
Da hat deine Konfliktbewältigung einfach eingesetzt und dass ich deine Welt des Bahnfahrens mal von der Stimme des Volkes aus, ja, gesehen habe und mal auf die Missstände hier hingewiesen habe, die bitte liebe Bahn sponsert uns trotzdem noch. Nein, die sponsern uns überhaupt nicht. Verdammt nochmal, was will ich hier eigentlich? Ja, das war mir ein Bedürfnis, ja. Diese Folge. Die schöne Ecken 289, Sven fährt Bahn. Ich hatte da wirklich sehr große, auch Gewissensbisse. Nein, anders, Gewissensbisse ist das falsche Wort, sondern ich neige dazu, ein Mensch zu sein, der sehr die negativen Aspekte von etwas im Kopf behält und darauf rumdenkt. Das liegt einfach daran, dass ich von Beruf Designer bin und mein ganzer mein Tagesbestreben, mein Tagewerk daraus besteht, Dinge besser zu machen. Ich bekomme Aufgaben von Problemstellungen, die teilweise sehr undefiniert sind, wo mir einfach nur Leute sagen, hier, mach das besser. Mach das so, dass Menschen das verstehen. Mach das so, dass Menschen dahin kommen, wo wir sie haben wollen. Mach das so, dass Menschen in der Lage sind, ihren Weg durch diesen Wust an Informationen hier zu finden. Das ist ein durchziehendes Thema durch schöne Ecken, ne? Denn ich habe dieses Gefühl, glaube ich, auch wenn ich das mein Berufsleben ein bisschen anders ausleben kann, darf, muss, dieses, was wir in schönen Ecken auch oft kommentieren, und warum habt ihr es nicht besser gemacht? Also die gesamte Welt um uns herum, oder manchmal schwärmen wir, wenn sie gut gemacht ist. Ich glaube, das ist genau dieses Ding, ne? Also so vieles ist leider aus unerfindlichen Gründen oder auch manchmal aus nachvollziehbaren Gründen nicht so, wie wir es eigentlich uns wünschen, und da ist die Bahn wahrscheinlich ein Kandidat. Genau, und worauf ich eben hinaus wollte, war eben, mir war sehr wichtig, dass ich diese Folge nicht zu polemisch mache. Weil ich, wie gesagt, halt dieses Gen dazu habe, Dinge, die mich wirklich, wirklich nerven, dann etwas zu hoch aufzuhängen. Ich war dann aber selber einfach im Laufe des halben Jahres, die diese Recherche für diese Folge quasi, also in Anführungszeichen unfreiwilligerweise passiert ist, denn ich war ja ein halbes Jahr lang autolos und ein wenig auf die Bahn angewiesen hier und da. Ich war einfach überrascht und ein wenig geplättet, wie schlimm meine Erlebnisse dann stellenweise doch hier und dort waren. Ja, und ich habe mich bisher nicht getraut, die Folge nochmal anzuhören. Ich habe sie kurz nach Veröffentlichung gehört. Ich müsste sie jetzt aber eigentlich mit ein wenig Abstand nochmal hören, um mal mit mir selbst ins Gericht zu gehen, ob ich da diesen Anspruch erfüllt habe. Jetzt, wo sich auch der Unmut über die einzelnen Erlebnisse, die ich da hatte, ein wenig gelegt hat. Aber es war schon bemerkenswert, in welcher Frequenz ich Pech mit der Bahn habe. Ich glaube, ich war so verwirrt von der Folge, sie gerade wieder zu finden, weil die eigentlichen Aufnahmen für die Folge, zumindest deine, wie wir dich beobachten dürfen, wie du deine erste Reise buchst und den Navigator, naja, nicht so dich mit ihm anfreundest. Das war wiederum noch viel früher, irgendwann im Sommer, im Frühling, als ich auch irgendwie mit der Bahn unterwegs war, auf einer ganz anderen Reise. Und diese ganzen Zeitsprünge und Abstände haben es gerade in meinem Kopf ein bisschen zerlegt. Ja, also manchmal. Ja, wie gesagt, das war eine Folge, die war durchaus lange in the making. Ja. Das haben wir ja schon ab und zu mal, das Thema dann auch lange köcheln oder wir auch mit dem Material durchaus eine Weile liegen haben. Auch bei der jetzt veröffentlichten Tour haben wir ja auch fast ein halbes Jahr, Vierteljahr mehr Material auf der Platte gehabt, um es dann zu verarbeiten. Ich kann auch seitdem leider von keinen neuen Erfahrungen berichten aus erster Hand, denn ich bin seitdem tatsächlich nicht mehr Bahn gefahren. Okay. Es hat sich nicht mehr ergeben. Und das letzte Mal, wie gesagt, war dann nochmal dieser besondere Vorgang mit Gleiswechsel, JWD und weiß ich nicht was. Zwischendurch war mal wieder im Raum, dass es mit der Bahn irgendwo hingeht. Dann habe ich das aber erfolgreich verhindern können. Und aus zweiter Hand kommen die Menschen, die ich kenne, die mit der Bahn unterwegs sind, durchaus inzwischen an. Ich habe aber auch das ein oder andere Desaster im Laufe des Jahres von meinem Kollegen Simon Kretschmer, Gruß an die Rocket Beans an dieser Stelle, miterleben dürfen, der sich auf Twitter bzw. X mehrfach über sehr, 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 sehr seltsame Anwandlungen der Bahn, wenn es darum geht, ihn zwischen Hamburg und Berlin zu befördern, geschildert hat. Insofern, ich scheine kein Einzelfall gewesen zu sein, wobei ich derartige Eskapaden noch nicht hatte. Aber das reicht jetzt genug, bei der Bahn nachgetreten. Die Bahn ist ein tolles Verkehrsmittel, sie hat halt nur eine Menge an Hausaufgaben zu erledigen.
Kommen wir zu einem Highlight des Jahres, fand ich. Wir haben uns dann noch sehr viel später auf diese Folge bezogen und sie hat auch noch einiges ausgelöst in sich. Dazu kommen wir auch noch später im Laufe dieses Jahres. Ich haue es mal kurz einen Outtake rein, der wiederum die Vorbereitung auf die Aufnahme der unseres gemeinsamen Teils der Folge darstellt. Ich würde vielleicht kurz den Hack vorziehen, dann das Zitat von den Sties bringen und dann wieder auf den Hack zurückkommen, wenn es okay ist. Dann mach du. Nee, erst musst du Römern machen, dann kommt den Hack. Sorry. Ach so, jetzt doch. Naja, das fehlt ja noch. Jetzt so, als wenn du doch das vorziehen würdest. Nee, ich wollte nur 3 und 4 tauschen, eigentlich. Geht auch schnell. Ach so. Du merkst gleich, warum. 3 und 4 tauschen. Kleine Überraschung eingebaut. Du wolltest 3 und 4. Erinnerung an die 100 mit. Also, was mache ich jetzt? Du machst ins Römern weiter, dann mache ich den Hack. Und dann kommt das Carillon. Okay, mache ich Roermond dann zu Ende inklusive der Roermond-Recherche oder? Mach einfach Roermond, ich krieg das hin. Sorry. Jetzt bin ich verwirrt. Outtakes. Ja, so was passiert, wenn wir müde sind. Gut, das Carillon. Das Carillon, das müsste ich jetzt eigentlich mit Hall sagen. Das Carillon war das 7 Jahre alte Rätsel, was wir in der Folge endlich klären konnten. Ah, warum gibt es Live-Glockenspiel? Und das. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Irgendwas sollte irgendwie in einer Reihenfolge, die bestimmt Sinn gemacht hat, in meinem Kopf, aber nur da, erzählt werden. Ich weiß auch nicht mehr, ob es darum ging, dass ich noch eine Off-Text-Recherche einsprechen sollte oder ob es um, nee, es ging um Einspieler, genau. Also zur Erklärung da draußen, wenn wir externes Material haben, beziehungsweise einer von uns, also Audiomaterial von einer Solotour mitbringt, dann liegt das in einem Netzlaufwerk, wo wir beide quasi drauf zugreifen können. Und es ist technisch nicht immer möglich, aufgrund von den Positionen bzw. Situationen, denen wir jeweils befinden, dass wir das für den jeweiligen anderen einspielen. Das heißt, wir müssen dann quasi synchron die jeweilige Aufnahme aus diesem Netzlaufwerk starten. Und ich nehme mal an, dass es daran lag, dass du mir in dem Netzlaufwerk so ein paar Sachen vorausgewählt nummeriert hattest und ich dann einfach die falsche abgespielt hatte. Oder du mir sagen wolltest, nein, spiel jetzt nicht die 9 ab, sondern spiel jetzt erstmal die 10 ab und dann spielen wir die 9 ab, weil was die Reihenfolge tauscht. Das zum Kontext dieses Outtakes, der wahrscheinlich euch ansonsten gar nichts sagen würde, genau. Außer, dass wir verwirrt sind. Ist auch alles egal, weil ich finde, die Folge ist toll geworden. Das ganze Thema ist toll. Es hat uns ja wirklich mehrfach bewegt, was da eigentlich los ist, und dann bin ich in dieses Kaninchenloch reingefallen durch das einfache Gespräch mit dem Besitzer dieses Bed and Breakfast in Den Haag, der da einfach gesagt hat, frag doch mal hier die Webseite da, die machen sowas und überhaupt. Und dann hat uns der Gisbert Kock rumgeführt und wir haben viele tolle Live-on-Location-Aufnahmen bekommen im schlimmsten Wetter, und in weitere Recherche bin ich dann noch weiter in dieses Loch hineingefallen, habe Dinge entdeckt, die dann dieses Jahr noch eine großartige Rolle gespielt haben werden. Also das war wirklich ein Thema, Glocken und gespielte Glocken. Ich bin irgendwo wirklich glücklich, dass das geklappt hat, und es war alles der reinste Reisezufall. Das sind die tollsten Dinge, die sich ungeplant zufällig ergeben und dann auch ergiebig sind. Ja, ja, also für mich ist diese Folge auf dem gleichen oder liegt im gleichen Regal von Herzensfolgen, auch wenn ich hier nicht vor Ort mit dabei sein konnte und nur remote quasi dabei war, wie unsere Folge in der Arena auf Schalke, wo wir vom Pastor durch das Stadion geführt wurden. Das sind einfach die ganz, ganz besonderen Momente, die so uns unser Podcast ermöglicht und wo wir so dankbar sind, dass wir diese Einblicke selber haben dürfen und sie euch mitbringen können. Und das aus dieser Frage heraus, wo wir auf dem Marktplatz standen und uns gewundert haben, wo kommt jetzt diese Melodie dieses Glockenspiels daher und wie passiert das überhaupt? Ich fand auch die Korrespondenz mit dem Gisbert total großartig. Der hat sich ja sogar die Folge nochmal angehört, bevor wir sie veröffentlicht haben. Und hat sich meine aus dem Off teilweise uninformierten Kommentare angehört und hat uns da super lieb nochmal Feedback zugegeben, sodass wir die Folge so richtig, richtig rund machen konnten. Und dafür auch an dieser Stelle nochmal öffentlich ein großes Dankeschön. Das war einfach ein ganz großer Wissensschatz und ich zehre da heute noch von, weil ich immer wieder erzähle, wusstet ihr eigentlich, also bei jeder Gelegenheit, wenn man so irgendeine lustige Anekdote braucht, erzähle ich jetzt, ob die Leute wissen, was ein Carillon ist und dass es Carillonneure innen gibt und dass diese Glockenspiele mit so lustigen Tasten gespielt werden können, auf die man mit der Faust haut. Das ist einfach eine so skurrile Geschichte. Die macht sich auf Partys einfach sehr, sehr gut. Das ist bei mir genauso.
ich versuche auch rauszufinden, waren wir nur einfach unwissend oder sind das alle? Und es ist schon, wenn man nicht ganz dicht dran wohnt, ist es nicht so bekannt, ne? Das ist bei mir genauso. Ein bisschen ist das auch so einfach Realitätsabgleich, ob ich oder wir die einzigen Personen sind, die das nicht wissen, dass es sowas gibt. Ich habe bei so einer Stichprobe von 1 aus 10, also von 10 Menschen, denen ich das erzähle, weiß einer oder eine so, ja, nee, das wusste ich. Ja, kommt hin, ja. Und manchmal, also ein paar Mal hatte ich halt die Rückmeldung, das ist doch in diesem Film drin, die stieß, deswegen habe ich den ja auch zitiert dort. Ja, zum Unwissen vielleicht noch kurz ein Outtake aus der Folge. Aber natürlich hat man damals nicht so eine teure Walze gekauft, um sie leer zu lassen. Also ja. die waren länger. Wie viel kann man drauf speichern? Wie lange? Das weiß ich nicht, das habe ich nie versucht. Aber einige Minuten ist doch sicher. Aber jetzt gibt es Leute, die das nicht mögen. Ja, das hatte mir mein Host erzählt, dass das wenn Menschen im Homeoffice stört, wenn sie zu Hause arbeiten. Cornelis Silber speichern. Ja. Wie viel Megabyte hat die? Einige Leute, aber die Auflösung. Sehr deutlich. Ja. Wie es so ist, ne? Ja. Genau. Da wollte ich doch nur wissen, wie viel Zeit man auf so eine Rolle kriegt. Das Speichern, das war einfach eine sehr low-hanging fruit. Ja. So, da ist das USB-C, welche ist das DD oder noch oder schon HD? Das ist doch dieses, wo sie irgendwann mal die Idee hatten, auf Tesafilm Sachen zu speichern. Das ist der Vorgänger davon. Diese Trommel, auf der die vorprogrammierten, für die, die es nicht mitgehört haben, vorprogrammierten Glockenspiele liegen, die nicht live gespielt werden. Die kennen wir ja auch. Da sind dann so Trommeln mit Markierungen, wo dann ein Hammer geschlagen wird. Da machen wir auch noch einen Zirkelschluss im Laufe des Jahres zu Lego-Technik-Stäbchen, auf denen was gespeichert ist. Hint, hint, natsch, natsch. Nachdem ich dann nur remote an dem Carillon teilhaben durfte, haben wir dann in der nächsten Folge beschlossen, so jetzt müssen wir mal, geteiltes Leid ist halbes Leid, müssen wir mal beide remote irgendwas erfahren und deswegen sind wir solidar-remote ohne Kosten und Mühen nach China gereist. Nein, wir haben uns ein Video, eine Videotour oder eigentlich sogar mehrere der chinesische Mauer angeguckt und mehrere ist schon ein gutes Stichwort, denn wir haben auch gelernt, dass es mehrere chinesische Mauern gab, was so richtig mein Weltbild von oben bis unten zerrüttet hat, wo mein Wissen der chinesischen Mauer, wie man in der Folge hörte, ja hauptsächlich aus Tomb Raider 2 kommt, dem Computerspiel. Ja, das war wieder eine dieser Experimentfolgen, wo wir ja von euch da draußen das Feedback erhalten haben, dass diese Videotouren spannend sind und wir durchaus mal ab und zu darauf zurückgreifen dürfen, um auch mal etwas exotischere Orte anzusteuern, die nicht im Budget dessen liegen, was ihr uns dankenswerterweise ab und zu in den Hut werft. Und sie sind sehr klimaneutral. Ich denke, dass wir da diesen Winter auch nochmal eine schöne Reise uns suchen werden. Ne? Meinst du, wir haben diesen Winter so viel vorproduziert, dass das eventuell dann im Sommer rauskommt. Erst mal, okay. Du hast recht. War eine runde Sache. Ja, auf jeden Fall war das spannend, interessant, wild, weil wir haben ja auch Dinge gesehen wie Rutschen und Seilbahnen. Das war eine, was war das eigentlich? Das war so eine aufwärts gezogene Rutschbahn, Seil, Ketten, Berghochrutsche. Bäume. Hinterher sind sie runtergerutscht, erst hoch, dann runter. Naja. Eine Berghochrutsche, eine Mauerhochrutsche, streng genommen. Rutschen sind ein durchgängiges Thema dieses Jahr, ne? Da kommen wir drauf zurück. Mhm. Ja, und wir haben uns dann auch nochmal jemand anders reingerutscht. Nein, das ist eine furchtbare Überleitung. Das ist wohl so schön gemacht, da passt es aber nicht. Nee, Helge ist dabei und Helge war bei einigen Folgen dabei. Helge lebt und macht weiter tolle Dinge an Schulen. Helge macht Schule, heißt die Folge 292. Und da gibt es ein Update, was in den letzten, weiß ich gar nicht, 8 Jahren passiert ist mit Helge. Und vor allen Dingen, wie sich sein Blick auf Schule verändert hat oder auch nicht. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte, über diese Zeitachse mit reinzubekommen. Wir haben uns auf alte Folgen nochmal ein bisschen gestützt, wo wir auch an einer Schule unterwegs waren, haben auch reingehört und Helge ein bisschen erzählen lassen, wie sich sein Blick darauf vielleicht verändert hat. Ja, da ist uns auch ganz wichtig, Helge ist noch immer Teil dieses Projektes, wann immer er Zeit hat und es sich irgendwie anbietet, holen wir ihn ganz gerne als Unterstützung dazu. Und das freut mich auch immer, wenn dann so Themen herzugebracht werden, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben. Und auch ich habe einige Lehrerinnen und Lehrer in meinem Bekanntenkreis und das ist, deswegen verfolge ich so ein bisschen die Entwicklungen in diesem Bereich. Und das war sehr, sehr spannend, mal Helges quasi Sicht der Dinge mitzubekommen.
Und Helge ist übrigens derjenige, der die Domain bezahlt. Ich habe mich mal gefragt, wo ist denn die eigentlich? Ist das ja egal. Dass er dann gesagt, ich bezahle ihn noch. Ja. Also Helge ist Teil des Ganzen. Und ich habe ihm auch schon gesagt, ne, auch wieder vielleicht für den langen, langen Winter, der nicht lang ist, gern nochmal eine Folge zusammen machen. Mal gucken, was für Themen da so liegen. Ich fand es super lustig. Und wir haben ja nicht nur eine Folge gemacht, wir haben zwei gemacht. Und da hören wir mal rein. Erstmal das, was schiefgegangen ist. Genutzt werden, um dann eben Texte zu erzeugen. Und wenn wir eben dann die Frage stellen, ob man sich einen Podcast zum Zop, ob es ihm, habe ich schnell gesagt, wenn man ihm ihr erst eine Frage stellt, ob sich das Ding ein Podcast vorstellen kann, bei dem die Podcaster draußen herumlaufen und dabei ihre Umgebung erkunden. Der KI-AI-Spaziergang. Ja, das war dann die zweite Gastrolle, die wir zu dritt quasi mit Helge gemeinsam, ja, also aufgenommen am selben Abend, einfach weil es sich angeboten hat. Deswegen sagtest du gerade, wir haben zwei Teile aufgenommen. Ich war gerade schon verwirrt und dachte, hä, Moment mal, die Schulfolge hatte zwei Teile und war hier wie angespannt am Rumscrollen. Aber nein, du wolltest ganz geschickt zum KI-Spaziergang überleiten. Ja, genau, das Thema KI ist auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen und das war da noch frisch und wild und verrückt und auch auf einem komplett anderen Technikstand wie inzwischen. Also was sich inzwischen jeden Tag irgendwie tut, ich werde da teilweise sogar depressiv drüber, weil ich mir denke, eigentlich müsste ich einen Tag in der Woche momentan nur darauf setzen, mich in Thema KI-Bildgenerierung weiterzubilden. Man kommt einfach wirklich nicht hinterher, was da gerade an abgefahrener Kram irgendwie passiert. Und wir haben ja im Speziellen, kurz zur Erinnerung da draußen, uns hier von ChatGPT Ideen schreiben lassen, was wir denn so verrückte Folgen machen könnten. Genau, und ich bin mir nicht sicher, ob ich das mir vorher überlegt habe, ob es so ein Bauchgefühl war, das sich eigentlich erst während der Folge ergeben hat, weil Helge ist ein großartiger Assoziator oder spuckt einfach Dinge aus, ähnlich wie eine KI. Das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern wir konnten, glaube ich, ziemlich gut zeigen, wie ein Thema hingeworfen, sowohl Menschen als auch KI losassoziiert oder losgeneriert. Das liegt sehr nah beieinander und mir gibt dieses ganze Thema KI eigentlich immer noch mal, auch im Laufe des Jahres oft drüber nachgedacht, einen anderen Blickwinkel darauf, wie eigentlich Ideen und Gedanken entstehen, wie das menschliche Gehirn einfach mal in den Fundus an Gelernten reingreift und es irgendwie so zusammensetzt, dass es Sinn ergibt. Und das haben wir uns verschiedene Blickwinkel dafür gesucht, um das Thema mal ganz umfassend aus schöner Eckenperspektive zu beschreiben. Also war schon super interessant und auch sehr unterhaltsam, glaube ich. Also kann man sich wirklich anhören, die Folge. Ja, das war insbesondere deswegen, weil wir halt einfach drei Koryphäen einfach uns da hingesetzt haben und uns dann noch in diesen bekloppten Kram, den uns die KI da ausgespuckt hat, reingedacht haben und auch durchaus einige interessante Orte so in unserer geistigen Vorstellung gelandet sind. Und ich durfte dann nochmal besonders viel Spaß haben, denn ich habe ja nachher dann die Liste genommen und habe dann für die Kapitelmarken der Folge noch KI-Bilder generieren lassen mit der damaligen Version von Midjourney. Und das war auch nochmal irgendwie ein Spaß zu gucken, was, wenn ich diese Beschreibungen da reinschmeiße, wie sich dann auch noch der visuelle Part der KI-Revolution sich diesen Unsinn vorstellt. Und allein deswegen macht das, glaube ich, dann nochmal mehr Freude, die Folge zu hören, um sich erstmal zu überlegen, wie man sich das selber vorstellt, wo wir da so hingeschickt werden. Irgendwie eine Welt, die aus Schokolade ist und irgendein Unterseeschiff und keine Ahnung, sich dann die Bilder anzugucken und zu überlegen, ob sie mit der eigenen Vorstellung übereinstimmen. Ja. Also da habt ihr jetzt auch noch einen visuellen Track quasi zur Verfügung, wenn ihr die Folge hört. Ich habe mich so ein bisschen gefreut bei den Outtakes. Ich habe immer so ein schlechtes Gewissen in den letzten Jahren gehabt, wenn ich die Outtakes zusammengestellt habe, dass oftmals du zu hören bist, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich es schneide. Also ich würde gar nicht behaupten, dass ich in irgendeiner Form besser spreche, aber vielleicht gibt es da einen gewissen Bias oder ich höre anders hin oder ist es, also das ist nicht böse gemeint, aber irgendwie passiert es immer. Zum Glück war ich dieses Jahr oft genug kaputt und es ist nicht dieses Verhältnis entstanden. Okay. Und hier gibt es gleich mal zwei nacheinander, die dieses Thema einfangen. Wir gucken mal auf den ersten Vorschlag. Ich weiß nicht, wer möchte ihn rezitieren? Immer der fragt. Ja, ich versuche hier ein bisschen Dialog-Chat-Abwechslung reinzubringen. Was wird denn ChatGPT machen? Das würde doch wahrscheinlich ganz schlau die Texte verteilen. Ich mache das jetzt mal. Der erste Vorschlag von einem verrückten Konzept, der erste Vorschlag für eine verrückte Folge in dem Konzept, was uns der Podcast. Hallo! Meine Statistik ist kaputt. Achso, Gott. Also. Eine verrückte Idee für eine Folge in diesem Konzept, was uns ChatGPT vorher erklärt hat, das Konzept.
Was aber total fehlt, ist der Check auch Plausibilität oder Machbarkeit und überhaupt irgendwie Realität. Das ist schon mal ganz nett. Weil so ein Kreuzfahrtschiff, vielleicht gelingt. Warte mal kurz. Ich mach kurz mal Conny das einmal aus. Ich will gerade sagen, have you wieder tried turning it off and on again. Reboot tut gut. Also ein Kreuzfahrtschiff erstmal zu kaufen und zu bekommen, das verlassen ist, wäre gar nicht so leicht. Ich bin falsch hochgefahren. Ja. Das Interessante ist, ich höre das ja jetzt schon zum zweiten Mal quasi, das Interessante ist, wenn du dich verhaspelst und man das dann so hört, dann ist immer so der Punkt, an dem jeder Mensch irgendwie sagen will, so jetzt fange ich nochmal ganz von vorne an, aber du machst es immer noch einmal weiter und dann passiert eigentlich erst der richtig lustige Part und das ist großartig. Ja, okay, ich widerspreche nicht. Weil ich wollte eben noch ganz vorlaut behaupten, dass ich meistens rauskomme, dass es einfach nur daran liegt, dass ich und mein vorhandenes Schamgefühl einfach nicht vorhanden sind, wenn du unseren Podcast schneidest. Aber jetzt bin ich versöhnt. Also das ist für all die Jahre ist das mehr als genug Wiedergutmachung dafür, dass du solche Momente mit uns, also auch mit der Hörerschaft teilst. Ja, also ich scheue davor nicht zurück und vielleicht überhöre ich sie manchmal oder ist es dann vielleicht was auch immer. Leichter zu schneiden. Wir fahren nach Spanien, ja, wir fahren nicht fliegen nach Spanien und wir haben uns beschäftigt mit dem Thema alternativen Reisen. Ich habe so eine komische Reise gemacht, wo ich einfach alles reingepropft habe, was nachhaltig, alternativ und interessant ist. Ganz viel Zugfahren, Mitfahrgelegenheit heißt es nicht mehr, sondern Carsharing, wie heißt das? BlaBlaCar war das auf jeden Fall. Zu fahren und dann noch mit dem E-Bike durch die spanischen Berge zu fahren. Das ist, war eine ganz coole Sache. Wo war ich denn? Im Val del Arroyo. So lange ist es schon her, so viele andere Reisen. Ja, da durften wir berichten. Ja, ich musste gerade auch. Ich habe gerade überraschend lange gebraucht, um mich daran zu erinnern, dass diese Folge stattgefunden hat. Und ich musste mir das Cover angucken, um diesen Fahrradbezug zu bekommen. Und das ist noch der Part, an den ich mich erinnere. Der Rest ist irgendwie so wie weggeblasen. Ja, ist eine Folge, die war sehr geprägt von Grillen, also nicht von vorhin Grillenfleisch, sondern die Viecher. Und man kann die auch immer hören im Hintergrund. Ich habe ja schon mal so ein Outtake. Sehr gut. Genau, also Reichaltenwangst, ja. Reichaltenwangst. So nennen wir die Folge, ja. Reichaltenwangst. Da kann man die Grillen hören. Und wir machen gleich einen zweiten, weil ich das Gleis verwechselt habe. Und es ist ein sehr schlimmes Gefühl als bahnerfahrener Bahnpodcaster. Da zieht es sich weiter durch, genau. Ich habe noch einen letzten und dann sind wir dann doch durch. Regionalzug, dann nochmal nach Madrid und bin gefahren mit einem nagelneuen Zug. Das war das nächste für mich spannende, dem Irio. Den gibt es erst seit Dezember 1900. Moment. Gibt es erst seit. Komm noch mal rein. Ja. Der ist ein neuer Zug, den gibt es erst seit 1904. Seit Dezember, ja. Genau, den gibt es erst seit Dezember 2022. Das ist der okay. Italienische Freccia Rossa, heißt der Zug. Ja, genau. Also da ging es um Züge und um Grillen und um Fahrradfahren. Und ich fand es sehr schön, auch von diesem kleinen Landhaus, wo ich 2 Wochen geblieben bin, das ist ungewöhnlich, direkt berichten konnte, auch die Atmosphäre einfangen konnte, die mich da 2 Wochen empfangen hat. Grillen, Frösche sind auch zu hören. Sehr in der Natur, sehr zu empfehlen. Wurde sehr toll umsorgt von Jean-Luc, die das Haus da betreiben und einfach ein wundervolles Zuhause schaffen auf Reisen und sehr nachhaltig mit Naturpool, mit vielen Aspekten, die ja schon ein bisschen mehr nachgedacht sind. Ich weiß schon, warum ich das verdrängt habe. Ich war einfach ziemlich neidisch, wie schön du es da hast, während ich hier im kalten Deutschland saß. Nee, das war wahrscheinlich Sommer, ne? Und hier arbeiten durfte. Ja, es war April, genau. Aber, ich habe dich nicht so lange sitzen gelassen, denn wir sind aufgebrochen zur großen Tour. Ja, da ist es schon. Also gerade eben noch unsere Tour-Reiserückblicks-Folge geklammert, also abgeschlossen mit unserem letzten Part für die Folge. Und jetzt sind wir schon wieder am Anfang der Tour angelangt. Ich glaube, das halten wir insgesamt sehr, sehr, abgesehen von Outtakes, können wir das sehr, sehr schlank halten, weil ein Großteil des Rückblicks habt ihr ja quasi schon in der vergangenen Folge miterlebt. Genau. Nee, wir gucken noch ein bisschen, was schiefgegangen ist und was vielleicht noch so zu berichten ist. Ich habe gleich am Anfang mal das Mikrofon kaputt gemacht. Und das ist so eine Bahn, auf der sitzt man im Sattel sitzt. Ne? Also,
Hallo Outtakes, Cornelis fährt gerade zum zweiten Mal überhaupt. Und ich kann es nicht mehr. Also es ist noch nie passiert, während wir unterwegs waren, und es ist heute zum zweiten Mal schon passiert. Also ich zerfalle. Der Herr Carter kriegt sein Mikrofon nicht mehr an sich. Ich krieg das Mikrofon nicht mehr richtig hoch. So. Fänd's ja schön, wie gut du Buch führst, wie oft ich mein Mikrofon verloren habe. Naja. Ja, das war einfach sehr, sehr deutlich, weil das passiert ja normalerweise nie. Ja, das lag auch. Und an dem Tag ist dir halt zweimal das Anstecklavalier irgendwie so aus der Jacke rausgefallen. Ja. Das war schon sehr auffällig. Du bist ja eigentlich, was das betrifft, ein sehr sortierter Mensch. Ja, es ist auch kaputt. Das ist vielleicht die Auflösung. Da hat sich irgendwie die Schweißstelle gelöst und das war schon die Vorankündigung dessen. Ich muss das dringend mal ersetzen, aber wir hatten da noch andere Theorien, also, warum es nicht gehalten hat. Gut, dann mache ich jetzt meinen Part. Liebe Leute da draußen, ihr könnt an dieser Stelle spenden, wenn ihr auf schöne-ecken.de geht und dort uns in unseren Hut ein bisschen was für neue Ansteckmikrofone werft. Denn ansonsten kriegt ihr noch mehr lustige Outtakes. Verdammt, das ist eine Win-Win-Situation. Ich komme noch mal rein. Nee, was mir aber bei der... Lass mich noch einen Outtake bringen, weil du hast eine lustige Theorie gehabt, warum das Mikrofon immer abfällt. Den muss ich noch kurz dazuhauen. Dann geht's weiter in die Folge. Ach so. Und dann war mal, ich habe schon wieder das Mikrofon verloren. Ich glaube, dieses T-Shirt ist zu glatt. Ja, du bist, es ist zu slimfit. Es ist nagelneu. Du bist zu slimfit und du brauchst weitere T-Shirts. Oh Mann. Ja, du bist einfach zu korrekt angezogen. Ja, aber das war nicht die Ursache. Gut, egal. Immerhin bist du ja der Hemdträger von uns beiden. Ich bin ja meistens mit T-Shirts und schwitzresistenteren Klamotten irgendwie unterwegs, wenn wir podcasten. Und da finde ich fast nie überhaupt Möglichkeiten, das Lavalier anzustecken. Insofern landet es meistens an dem Gurt meiner Tasche, die ich also so quer über der Brust trage. Nein, nicht eine dieser neumodischen Gürteltaschen, die man jetzt quer über der Brust trägt, sondern meine Slingbag, die einfach dann so einen Gurt hat, der über die Brust geht. Und da stecke ich meistens das Mikrofon ran, was auch ab und zu dazu führt, dass, wenn ich an die Tasche ran muss, dieses Mikrofon eine lustige Fahrt um meinen Körper herum antritt. Aber das haben wir, glaube ich, nicht als Outtake da. Insgesamt war aber diese Salzbergwerk-Folge, weil wir da ja mit etwas Zeitdruck eingetroffen sind, eine logistische Herausforderung, weil wir irgendwie den Anfang zum Ende und das Ende zum Anfang und irgendwie mussten uns dann nochmal aufstellen und so tun, als wenn jetzt können wir es ja sagen. Also der Anfang ist irgendwie ganz zum Schluss aufgenommen worden, als wir irgendwie festgestellt haben, oh, wir sind so schnell zur Tour gelangt, dass wir vergessen haben, einen Anfang zu sprechen. Und deswegen haben wir euch an der Nase rumgeführt. Es tut uns leid, aber es war für die Dramaturgie der Folge notwendig. Aber war toll. Hört es euch an. Es gab Rutschen, es gab unterirdische Überraschungen. Ich sag's mal, für die es noch nicht gehört haben. Eine Wunderwelt voller Salz und Überraschung. Weiß auch nicht. Ja, und wir sind weitergefahren zu der Familie Swarovski. Okay, dann sind wir weitergefahren zum... Nein, okay, hau raus. Swarovski Einleitung, Sven. Natürlich Sven, bin nur ich. Ja, das war die spätere Ergänzung, glaube ich, dessen, was du gesprochen hast. Ja, das sind unsere Off-Texte, die wir ja jetzt dank eurer reichhaltigen Rückmeldungen, dass ihr die gut findet, versuchen wir jetzt ab und zu unseren Bildungsauftrag zu erfüllen. Das ist eigentlich auch das durchziehende Motiv, dass wir das dieses Jahr neu mehr drin haben, ne? Ja. Wir haben es nicht in jeder Folge, einfach weil es sich nicht immer anbietet. Wenn wir aber entsprechende Segmente haben, die sich lohnen, nochmal zu ergänzen, dann, weil mir das auch sehr viel Spaß macht, ich spreche ja gerne so ein Kram, es ist tatsächlich meistens die Recherche, die einfach so wahnsinnig aufwendig ist. Wobei, da kommen wir dann später noch zu. Wobei, nein, gar nicht wahr. Da habe ich es zum ersten Mal gemacht, fällt mir gerade ein. Lustige Anekdote. Bitte? Ja, ich sag nur ja. Ja, denn die Swarovski-Kristallwelten ist die erste Folge, bei der ich mir auch von KI habe helfen lassen. Ich habe nämlich einfach mal ChatGPT gebeten, dass es mir doch bitte einen Sprechertext über die Swarovski-Kristallwelten schreiben soll. Und da hat sich das Ding irgendwie geweigert, so hat mir Unsinn ausgespuckt und ich musste ihn dann quasi erst ein bisschen primen und musste dann irgendwie sagen, so, kennst du die Swarovski-Kristallwelten? Und dann kam so, ja, die Swarovski sind da. Und plötzlich ging es dann. Also als ich gesagt habe, so, mach mal einen Sprechertext über die Swarovski, da kam Unsinn bei raus, aber als ich ihn dann erstmal so Richtung an der Nase so dahin, so da rüber musst du schreiben, hingeführt habe, kam da ein überraschend okayer Text raus, den ich dann trotzdem noch zu 50%
100% überarbeitet habe und vor allem auch gefact-checkt habe. Also das ist ja immer so das Hauptding, weswegen man im Moment oder wenn man im Moment mit so KI-Texten als Grundlage arbeitet, dann gilt es immer, die Fakten, die da drin stehen, unbedingt gegen zu checken, weil das Ding halt ab und zu mal sich irgendeinen Quatsch herbeifabuliert. Das ist aber wirklich eine enorme Hilfe. Ich erinnere mich noch an unsere Dänemark-Doppelfolge, wo ich diese ganzen Texte wirklich vom Scratch quasi selber geschrieben habe. Und das hat mir jetzt, also damals war es pro Station in der Dänemark-Folge so um die, ich glaube, 3 Stunden inklusive, also Recherche und Einsprechen. Einfach weil das wahnsinnig aufwendig ist, sich das zusammenzusuchen. Wenn man aber halt einmal diesen roten Faden schon in Textform da hat, dann weiß man, nach welchen Fakten man suchen kann und reichert das dann nur noch so ein bisschen an mit Dingen, wo man so links und rechts drüber stolpert. Das ist mit Sicherheit nicht so gründlich, wie wenn ich mir jetzt wirklich 20 Einzelquellen zu den jeweiligen Dingen angucke. Es hilft aber enorm, einfach mal schon mal so eine Autobahn zu haben, auf der man gerade ausfahren kann. Dann guckt man nur noch, dass man die richtige Spur erwischt. Ja. Es war auch wichtig, dass du dann später noch Informationen nachgeliefert hast, weil du hast ja vor Ort nur, na, wir hören mal 2 Outtakes. Gesungen. Wenn Sie Geld ausgeben möchten, also, dürfen Sie das kostenlos tun. Während Sven noch singt. Ja, ungewöhnlich. Das hat schon was mit mir gemacht, dieser Ort. Der war einfach... Da. Sehr eindrücklich. Der war sehr da, ja. Der war, Gott, ja, was hat der Eintritt nochmal gekostet? Ach, 20 Euro oder sowas pro Person, irgendwas Schreckliches dafür, dass wir uns Werbung angucken. Das ist wirklich widerlich. Zu dem Zeitpunkt, wo du gesungen hast, waren wir auch noch gut drauf. Und am Schluss waren wir es auch wieder, aber zwischenzeitlich nicht. Gar nicht. Ich zumindest nicht. Ich glaube, du weniger. Also du auch nicht, ne? Nee, der krasseste Moment war, wo wir am Ende in diesem Shop waren. Also wirklich, ja, man wird genau. Ja dann, also A, dachten wir, das kommt, da kommen jetzt noch ein paar Stationen. Ich bin mir auch nach wie vor sicher, das habe ich auch, glaube ich, schon in der Rückblicksfolge ihr wisst schon, nächster Outtake, erzählt, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass wir so 2, 3, 4, 5 Stationen einfach irgendwo verpasst haben, weil die Markierungen so doof waren. Aber aus diesem Shop wollte ich zum Schluss wirklich einfach nur noch raus. Also habe ich wirklich eine Form von Raumangst bekommen und dachte nur, ich bin in der Swarovski-Glitzerhölle gefangen. Ich muss jetzt an die Luft. Und draußen waren es 40 Grad. Ich habe das nochmal nachvollzogen, weil ich alle Stationen reingeschrieben habe in die Kapitel. Wir haben eine verpasst, glaube ich. Nur. Doch nur? Nur eine, okay. Ja. Na gut. Noch eine Ministrecke an Outtakes, auch aus der Ecke, gleich, falls es die gleiche Folge war, aber ihr hört es gleich, worum es geht. Wäre das dann nicht der Chandelier auf Infinity? Sorry. Schneiden. Unter anderem deswegen. Dieses nüchterne Schneiden. Ja. Unter anderem deswegen brauche ich eine neue Nase. Und jetzt stehen wir hier draußen und was direkt hier auffällt, ist, dass... Ich niesen muss nochmal. Und jetzt stehen wir hier draußen. Sehr schön. Ja, mein Gott. Also wenn du jetzt nicht mehr niesen musst, dann haben sie aber irgendwas sehr Abgefahrenes mit der Nase gemacht. Also das, Niesen ist ja auch irgendwo was Schönes. Ich finde das immer sehr befreiend. Das stimmt. Man sollte es nur nicht in Richtung von anderen Menschen machen und ihr wisst ja, ne? Also, da draußen gibt es immer noch so Leute, die noch nicht gelernt haben, dass man wunderbar in so einer Armbeuge niesen kann. Kleiner Service-Tipp an dieser Stelle. Sehr, sehr gute Idee. Also immer noch besser in die Hand zu niesen, als einfach so, ne, wie manche Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln das tun, so in den Raum rein und dann so sich so verwirrt umgucken, als was ist denn jetzt passiert. Ne, aber Armbeuge, fantastische Idee rein zu niesen, immer gut. Durch das ganze Nachdenken über KI und sich selbst und was im Kopf passiert, ist mir irgendwie dieses Jahr aufgefallen und ich habe mit vielen Freunden darüber gesprochen, dass mein Kopf tatsächlich die ganze Zeit Mist erzählt. Der ist auch so eine Art von KI, die man nicht stoppt. Nicht KI, sondern NI, natürlich Intelligenz oder auch nicht Intelligenz, und erzählt die ganze Zeit Blödsinn und manchmal kommt er auch raus. Ich war letzten Sommer in einem Maislabyrinth, das war sehr heiß. Ach so, deswegen heißt es ja auch Heißlabyrinth. Nein. Maislabyrinth, der war gut. Das ist wirklich schlimm, und es macht meinen Kopf tatsächlich auch mit den gleichen Witzen immer wieder. Täglich, zum Beispiel am Bahnhof, wenn irgendwelche Worte gesagt werden, die mich triggern, das ist schrecklich, es ist wirklich schrecklich. Und vielleicht jetzt Mini-Millimeter-Thema, was ist, hast du sowas auch? Also erstmal, ich fand das jetzt auf der Humorskala zwischen Mr. Spock und Otto Walkes überraschend gut. Also das war wirklich so, also Hut ab, ne? Also das war wirklich, das hat mich kalt erwischt. Aber ja, ich habe das natürlich auch. Also bei mir ist das fast schon so schlimm, dass ich über weite Strecken nicht lebensfähig bin, was das betrifft. Weil ich
einfach aus jeder Anekdote und jedem, weiß ich nicht was, irgendwelche dummen Anmerkungen machen muss. Und ich deswegen schon, wenn man so abends mit Freunden beim Essen sitzt, schon mal ab und zu so einen bösen Blick bekomme, dass ich jetzt doch bitte endlich mal die Schnauze zu halten habe, weil die Geschichte weitererzählt werden möchte. Aber das beruhigt mich, das ist gut. Wobei es tatsächlich auch immer im Kopf drin ist. Ich habe so ein Beispiel, das ist vielleicht ganz süß. Ich steige jeden Tag in Hannover aus dem Zug aus und dann sagt die Stimme manchmal, Anschluss nach Emden Außenhafen. Und vielleicht kommst du drauf, was mein Kopf jeden Tag dann sagt. Emden aus dem Hafen. Ja. Anschluss nach Entenhausenhafen. Ach so. Das ist schrecklich und das ist bestimmt schon 10 Jahre so. Ich sage das nicht laut, ich denke es halt nur. Und manchmal kommen so Dinge raus. Ja. Ja. Ich spiele nochmal was. Ich weiß gar nicht, worum es dabei geht. Jetzt sind in einem der Finger. Also zumindest in der letzten Viertelstunde war hier niemand, weil ich bin in ein Spinnennetz gelaufen. Mhm. Sieht es mit Zecken hier aus? Oh, weiß ich nicht. Lass uns rausgehen. Ja. Wo waren wir denn da? Es ist auch Swarovski, das Labyrinth. Eislabyrinth. Ja, da war ja was. Ja, gut, ich bin froh, dass wir den Ort verlassen haben. Danach sind wir weitergefahren, beziehungsweise ja, erstmal in die falsche Richtung, aber das habt ihr schon in der Jahresrückblick über den Brenner gefahren, in der Reiserückblicksfolge gehört. Ja. Das Messner Mountain Museum und der Koronisberg mit dem bekloppten Namen. Der Kronplatz, genau, wo ich geguckt habe, wo ist denn hier dieser Parkplatz? Weil sobald es deutsche Wörter, die auch auf Bieren stehen könnten, inklusive einer Platzangabe sind, ist das für Sven ein Parkplatz. Weil ich bin Autofahrer und dementsprechend erwarte ich das naheliegendst. Ich finde es immer noch blöd, wie man eine Bergspitze Platz nennt. Das macht meinem Kopf keinen Sinn. Ich finde, das macht total Sinn, weil wir haben es ja, also in dem Moment, wo uns das ja aufgefallen ist, machte das einfach, also wo wir oben drauf standen und das wirklich ein Platz war, was für eine Bergspitze doch recht ungewöhnlich ist, machte das total Sinn. Ja, aber so ein Berg ist doch in der Regel trotzdem, den man von unten anguckt. Den Brocken nennt man ja auch Brocken, weil es ein Brocken ist und nicht ein Harzplatz. Das war Quatsch, sorry. Ja, aber das ist schon Common Sense, weil so ähnlich wie ich diese Anekdote mit dem Carillon immer mal wieder so sozialverträglich versuche anzubringen, habe ich auch im letzten halben Jahr bei allen möglichen Gelegenheiten so, und dann nennen die den Berg Kronplatz. Und keiner hat mitgelacht. Weil alle so, das ist doch eines der berühmtesten Skigebiete, kennst du das nicht? Ich war nicht Skifahren früher. Ja, aber es ist doch, also es war so gar nicht lustig. Und ich dachte, jetzt kommen alle so, was, Kronplatz? Nee. Machte sich jetzt auf der Humorskala, war das so eher Richtung Spock. Also sind wir da einer von 10, die es dann nicht wissen. Oder 2 von 10, 2 von 20. Ja, ich denke auch, dass es eher, dass die Chancen da eher zu unseren Ungunsten ausfallen. Na gut. Aber auf jeden Fall wunderschöne Architektur, spannendes Museum und diese kleine Geschichte. Das Klatschen war für Synchronisieren. Achso, ja, das mache ich sowieso alle 2 Minuten. Kennst du es auch, dass du auf ein Klo gehst in einem wohlgestalteten, tollen architektonischen Gebäude und dort noch besondere Überraschungen erwartest? Ja. Möchtest du diese Überraschungen mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen? Ja, es gab keine. Ja. Aber es gab weitere Überraschungen auf der Reise. Direkt unter die Gürtellinie, direkt das Klo, das Thema. Ich bin jetzt etwas, überlege, ob ich mich davon distanziere oder einfach mit geöffneten Armen reinlaufe. Ich bin für geöffnete Arme. Und zwar in Italien, im Ahrtal, im Böwisch. Finde ich gut. Wo das Klo vielleicht Überraschung hatte. Also ich meinte übrigens mit diesen Überraschungen wohlgestaltete Waschbecken, interessante Applikationen. Es gibt wirklich Dinge zu entdecken in Klos. Nicht eigentlich im Klo, sondern vielleicht im Bad. Das hätte ich besser sagen müssen. Aber auch Dinge, die sind einfach gut, wie sie sind. Also ich mag es, wenn Toiletten so schön übersichtlich sind und auch wenn sie also schön gestaltet sind, dass man sich da wohlfühlt. Und es gibt ja jetzt so gerade in diversen trendigen Restaurantketten so diesen Trend, dass man einfach so Hörbücher auf dem Klo abspielt, damit man etwas lauter pupsen kann und man dabei Hörbüchern zuhören kann, so, ne, in diesem Hans im Glück und auch diese Pizzakette
L'Osteria macht das, glaube ich, auch mittlerweile mit irgendwelchen, so lernen sie Italienisch auf der Toilette. Es gibt aber auch so Waschbeckenkonstruktionen, die so kompliziert sind zu bedienen, dass ich da schon mal total planlos vorumstand, bis ich realisiert habe, dass ich irgendwie mit dem Fuß unter dem Becken, also es war so ein rundes Becken in der Mitte einer Vorklo, also Zimmer, und da war so ein einzelner Wasserhahn, der so in drei Richtungen quasi ging. Und dieses runde Becken, also aus der Mitte entsprang quasi wie so eine Palme ein mehrhahniger Wasserhahn. Und man konnte um dieses Becken halt rumgehen. Und es kam einfach kein Wasser raus. Und ich habe dann irgendwann realisiert, dass man mit dem Fuß unterhalb dieses Beckens irgendeine Lichtschranke aktivieren soll. Und ich habe mich scheinbar in einer Weise hingestellt, wie diese Lichtschranke nicht auslöste. Und ja, ich dachte schon, ich müsste mit ungewaschenen Händen zum Essen zurückgehen. Das war sehr unangenehm. Da ist gut ausgegangen, ne? Ja, ja, es war halt reiner Zufall, weil ich mich dann so nach unten beugte und dabei ein bisschen so, ne, lassen wir das. Gut, wir waren jetzt zurück, oder waren ja beim Bühlwirt angekommen, einem wirklich tollen Ort, den ich auch gerne nochmal wieder besuchen möchte. Irgendwie gibt es so wenige Orte, die mich wirklich süchtig machen, könnte man sagen. Und das könnt ihr euch anhören in der Folge. Wir hatten ein wundervolles Interview. Auch das ist etwas, was wir in letzter Zeit öfter haben. Gespräche mit den Macherinnen und Machern, die hinter einem Projekt stecken und die einfach erzählen können, was so die Vorgeschichte ist, was die prägende Idee war und so. Fand ich wundervoll mit Matthias, ne? Mhm. Zu sprechen, Matthias Haller und Michaela, die das Hotel betreiben und uns einfach da einen Traumort gezeigt haben. Hier nur ein kleiner Outtake, der zeigt, wie wenig wir uns beirren lassen. Ich finde es sehr lustig, dass du da von der Rückseite sprichst, weil für mich war das eigentlich nie die Rückseite. Morgen. Morgen. Für mich war das nie die Rückseite. Da kam jemand vorbei. Der Bauer Amor. Ja, da war das der Rundweg um das Häuschen. Ich dachte ja, wir würden eine längere Tour machen, aber wir sind eigentlich nur einmal ums Häuschen rumgegangen. Das, ja. Gut. Ein bisschen Füße vertreten, dafür war die Zeit auf der Tour wenig gegeben, außer bei Baumwipfelfaden, wo wir dann später zu kommen wollen. Ja, auch für mich ein ganz, ganz spezieller Ort, den ich auf jeden Fall nochmal aufsuchen möchte. Und ich freue mich jedes Mal. Wir haben ja von Matthias bei der Abreise ein kleines Geschenk jeweils erhalten, nämlich diese unglaublich stylischen Wasserflaschen, die es dort gibt, bei denen das Wasser ohne halt auf Leergut und Einwegflaschen zu setzen, dort serviert wird. Also hat er sich selber eine ganz spezielle, sehr hübsche Wasserflasche designen lassen mit dem Bühlwirt-Logo drauf. Und weil wir davon so geschwärmt haben, dass wir die so hübsch finden, haben wir zum Abschied jeweils oder jeder eine geschenkt bekommen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich da drin, wenn wir Gäste haben, hier Wasser servieren darf, weil ich dann jedes einzelne Mal erklären darf, dass das kein Wodka ist, weil diese Flasche einfach so unglaublich stylisch aussieht. Ich merke das schon, diese Reise hat sehr viel, oder dieses Podcast ja hat sehr viel Geschichten produziert, die immer wieder auftauchen und Erinnerungen auch warm und wach halten. Das fand ich ganz schön. Ja, so vergesse ich den Bühlwirt halt nicht. Jedes Mal, wenn ich Wasser kredenze, ist der Bühlwirt wieder da. Es war auch eine Reise, auf der wir sehr viel Geschenke bekommen haben. Irgendwie Wasserflasche und selbstgemachtes von der Familie. Und ich glaube, im nächsten Ort bekamen wir auch noch irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr was. Irgendwas vom Hotel Hubertus hatten wir auch dabei. Ich habe meine Spa-Schlappen behalten. Ach ja, naja. Wir haben weniger was geschenkt bekommen an der Stelle, sondern das haben wir auch in der Folge ganz transparent erwähnt. Wir wurden noch zum Buffet eingeladen. Also wir sprechen jetzt schon von der nächsten Position, unserem Besuch im Hotel Hubertus, was ja eine sehr skurrile Geschichte war, weil wir da eigentlich auf eigene Faust mal vorbeifahren wollten, weil wir festgestellt haben, das liegt auf dem Weg. Und dann hatten wir, oder insbesondere du, einen sehr netten Kontakt mit dem Geschäftsführer, ganz unerwarteterweise, und wurden dann so, nee, komm vorbei, super, herzlich eingeladen, und das haben wir dann auch in einem Interview fortgeführt und dort ein super angenehmes Gespräch geführt und einen tollen Einblick in diesen riesengroßen und sehr beeindruckenden Komplex bekommen. Und mich hat es da sehr, sehr gefreut, dass derartig große Hotels, die so einen unnahbaren Eindruck machen, eine so familiäre und freundliche Atmosphäre dann doch vor Ort schaffen können, und dadurch, dass man da so eine nahe Bekanntschaft mit der Geschäftsführung oder den Besitzern sogar gemacht hat, war das überraschenderweise ähnlich herzlich wie im Bühlwirt. Ja. Obwohl wir da von ganz anderen Dimensionen der Anlage einfach sprechen. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, dass man das bewahren kann,
trotz dieser Größe. Klar, wir sind da viel mehr Personal begegnet, also Angestellten. Da wird weniger wirklich selber gemacht, ne? Also wir wurden da nicht vom Geschäftsführer persönlich mit Wein beglückt, wie das Matthias für uns gemacht hat im Bühlwirt, was auch einfach ganz fantastisch ist und eine noch nähere, näher einfach bringt und es eine noch familiärere Atmosphäre bringt. Dennoch gemessen an der Größe fand ich das wirklich sehr bemerkenswert. Und wie gesagt, wir wurden da zum Nachmittagsbuffet eingeladen. Das hat unser Urteilsvermögen aber ganz sicher nicht geschmälert an der Stelle, wie ich auch am Ende der Folge mehrfach zugute getan habe. Ich war auch wirklich verwirrt da an dieser Stelle, weil ich das Gefühl habe, dass wir das auch vielleicht ein bisschen zu oft erwähnt haben, dass wir jetzt hier nicht gesponsert sind oder irgendetwas. Man kann sich nicht davon freisprechen, dass man da nicht doch irgendeine Form der Beeinflussung hat. Ich will mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen so, bei mir würde das nicht funktionieren. Das war aber ein sehr interessanter Einblick in so eine Welt, wo ja heutige Hotel-InfluencerInnen teilweise von Hotel zu Hotel und Ressort zu Ressort ziehen und dort letztendlich alles umsonst bekommen und es sogar darauf anlegen, teilweise ein ganzes Jahr nur umsonst in Hotels unterwegs zu sein. Mhm. Und dass da dann das Urteilsvermögen leidet oder man sogar eine gewisse Erwartungshaltung unverschämterweise mitbringt, das kann ich mir jetzt dann doch sehr, sehr deutlich vorstellen. Ja, also es ist ein Spannungsfeld, was ich auch gespürt habe und tatsächlich habe ich auch in Grona angefangen, Reise-YouTuber zu schauen und habe bei einem Fall auch das Pärchen von der ersten Minute an verfolgt, beobachtet, wo sie angefangen haben, ihre schlechte Kamera auszuholen, bis 4 Jahre später sie sich in Mauritius in solche Luxushotels einladen lassen und eigentlich alles mitnehmen, was irgendwie nur geil ist und nichts kostet. Und deswegen ist das schon, glaube ich, wichtig auch immer im Kopf zu behalten, habe ich gerade nochmal für mich gedacht, ist es wirklich, kommt es einfach gut an, macht es Spaß oder sollen wir das nur empfinden? Und ich glaube, wir sind im Laufe der Folge immer mehr ganz klar für uns drauf gekommen, das ist gut gemacht, das gefällt uns, das würden wir auch, wenn wir es einfach nur so besuchen und dafür teuer bezahlen würden. Ja, es ist nicht günstig, aber es ist viel drin. Trotzdem einfach genauso feiern und mögen. Und ich glaube, das ist wichtig und gut, wenn es diese Qualität hat. Und was für mich auch noch prägend war, dass ich das besondere architektonische Highlight des Hotel Hubertus, das Heaven and Hell Ding, weiß ich gar nicht, wie man das nennen mag, Saunabereich, Wellness, Applikationen, Häuser auf dem Kopf, ne? Also Spa-Bereich, Teil, Architekturkunstwerk Ding, hatte ich entdeckt und auch in meinen Architektur-Must-See irgendwo abgelegt und ich war ganz verwirrt, das war ja erst ein Jahr alt oder ist ja erst ein Jahr ein bisschen mehr alt und ich hatte das irgendwo mal abgelegt und dachte, haha, ja, nee, da kommst du nie hin, never ever und dann auch vergessen und irgendwann wieder entdeckt, als ich die Gegend gescoutet habe. Und dann war es einfach mit ein, zwei Mal nachfragen und erklären, wir sind ein Podcast, das ist einfach, wir wollen das erleben, auch für die eine neue Erfahrung, das mal auszuprobieren, weil wir, glaube ich, der erste Podcast sind, der mal da gewesen ist. Wir sind eben nicht das YouTuber-Pärchen, was dann alles abfilmt und die schönsten Bilder mitnimmt, sondern ich weiß nicht, wie es dann am Ende angekommen ist. Ich glaube, sie waren ganz happy damit, weil es nochmal anders und authentischer, glaube ich, auch da reingeht und somit... Ja, es ist sehr überraschend und ganz verrückte Geschichte gewesen, die ich so wirklich nicht erwartet hätte, ein paar Wochen zuvor oder ein paar Monate zuvor, als wir das überlegt haben. Ja, und auch da der Hinweis, also wir sind ja in unseren Folgen relativ uncut. Also wenn überhaupt, dann schneiden wir, weil irgendjemand von uns mal zwischendurch aufs stille Örtchen muss oder weil sich irgendetwas doppelt oder sowas. Oder weil nichts passiert einfach. Da, genau, und das dadurch ist eigentlich der Eindruck, den wir ja auch, also ich glaube, wir haben es noch nie an einem Ort wie dem Hubertus Hotel so straight durchgezogen, dass wir den Ort völlig naiv entdeckt haben. Ne? Wir sind in diesen Spa-Bereich gekommen, haben den einfach uns erschlossen, rumgeguckt und waren einfach an jeder Stelle, wenn wir begeistert waren, entsprechend begeistert und wenn wir ratlos waren, auch mal hier und da ratlos. Nur ich sagte ja noch so humoristisch am Ende der Folge, ich würde gerne irgendwas kritisieren, mir fällt nur gerade nichts ein. Und mir ist auch bisher nicht groß was eingefallen. Bis auf eine Sache, die wir vielleicht jetzt noch ergänzen sollten, weil die in unserer Recherche im Nachhinein aufgetaucht ist. Weil wir uns sowohl beim Bühlwirt wie auch beim Hubertus Hotel gefragt haben bezüglich der, der Schnitzelheizung, die ja beide Einrichtungen benutzen. Das ist jetzt auch keine Kritik in dem Sinne, das klang jetzt so mit meiner Einleitung, als wenn ich jetzt zu einer Kritik kommen würde, die mir noch im Nachhinein eingefallen ist. Nee, das ist mehr einfach eine Einordnung bezüglich der Klimaneutralität. Denn wir beide haben uns auf der Rückfahrt gefragt, wie eigentlich ein Schnitzelwerk, was ja letztendlich ein Verbrennungsofen ist, der eben
Holzstücke verbrennt, klimaneutral sein kann. Und die Idee eines solchen Schnitzelofens oder Schnitzelheizungswerks, sei es jetzt direkt im Haus oder auch als Fernwärme für eine Siedlung oder für sogar ein Dorf, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Schnitzeldinger, ähnlich wie die Pellet, also nicht verwechseln, ne, Pelletofen und Schnitzelofen, das sind zwei unterschiedliche Arten. Das Pellet muss nochmal speziell verarbeitet werden. Das heißt, da ist ein größerer Prozess da, während das Schnitzelwerk wirklich relativ direkt diese Holzschnitzel einfach vom Baum quasi abschneidet oder den Baum darin zersäbelt und man dann diese Schnitzel halt verfeuert. Und die Idee ist, dass der Baum, während er wächst, quasi so viel CO2 aufnimmt, wie er in dem Moment, wenn er verbrannt wird als Holzschnitzel, wieder in die Atmosphäre abgibt. Das muss jetzt halt jeder oder jede für sich selber entscheiden, inwiefern das in der persönlichen Wahrnehmung von Klimaneutralität halt dem wirklichen Klimaneutralen entspricht. Denn letztendlich hat die Aufnahme des CO2s ja zu einem anderen Zeitpunkt stattgefunden, nämlich teilweise Jahrzehnte vorher, als zu dem Zeitpunkt, wo der Baum dann letztendlich verbrannt wird. Und wir haben jetzt die Probleme, dass jedes weitere abgegebene CO2 in der Atmosphäre zu einem Problem führt. Das haben wir uns aber bewusst dazu entschieden, das jetzt gar nicht selber zu werten, sondern diese Information nur an dieser Stelle einmal als genau. Randwissensanekdote zu bringen, damit ihr euch das selber quasi dort einordnen könnt, wo euch das wichtig ist. Genau, und was noch Ergänzung dazu, kann man vielleicht noch sagen, letztlich ist es, wir reisen, wir sind Hotels, wir verbrauchen Energie und das kann man natürlich per se auch als Ganzes ganz anders bewerten. Ne? Und wir hoffen einfach auch, dass es da durch neue Technologien auch möglich wird, noch besser zu werden. Letztlich alles, was Energie braucht, lässt sich auch elektrisch erzeugen. Und wenn wir nur genug Strom produzieren, wo die Reise hingeht, dann würde sich dieses Problem hoffentlich auch mehr und mehr lösen. Aber aktuell sind wir da nicht auf dem perfekten Wege. Gut. Aber wir haben einen perfekten Weg hinter uns und haben die Reise tatsächlich, was wir glaube ich auch nie gemacht haben, unterbrochen, wenn man so will, zumindest eine Reihenfolge der Folgen, für das große Jubiläum. Ja, es ist krass, wie schnell wir jetzt schon an diesem Punkt angelangt sind, weil das ist jetzt schon, das ist jetzt die erste Folge, an die ich logischerweise, weil sie eingeschoben war, noch relativ junge Erinnerungen habe, auch weil sie sehr, sehr fantastisch war. Also das Erlebnis, sie machen zu dürfen, war sehr fantastisch. Wir sprechen von unserem Jubiläum in Rüdesheim. So, es ist irgendwie ein Ortsname, der mir nicht sofort im Gedächtnis kommen will. Ich muss da immer einen Umweg über Rüsselsheim machen und dann fällt mir wieder ein, wie Rüdesheim eigentlich heißt. Ich weiß nicht warum, mein Hirn ist auch komisch. Ja. Und da speziell das Wintergarten Community Meetup, zu dem du mich geschleppt hast, möchte ich fast sagen. Und ich erstmal dachte, was zur Hölle? Okay, gut, ich setze mich mal 3 Stunden ins Auto. Ja. Das hatte ich tatsächlich entdeckt schon im Winter, als ich mit dem Karrier unterwegs war. Und da gab es dann schon, da gab es ein Video von Wintergattern, der sich wohl irgendwann mal alle möglichen mechanischen Instrumente angeschaut hat und in dem Zuge auch irgendwo in den Niederlanden auf einem Kirchturm rumgeklettert ist. Und ich weiß nicht, ob es der aus Den Haag war oder ein anderer, auf jeden Fall das Thema Karrier und die Walzen vor allen Dingen sich angeschaut hat, was ja auch etwas ist, was er in seiner eigenen Musik verwendet, denn es ist der Mensch, der vielleicht bekannt geworden ist oder bekannt geworden ist und vielleicht auch für euch bekannt ist, als der Mensch, der mit 20.000 Mummeln mit der Marble Machine Musik gemacht hat. Das ist ein Video, das bei YouTube viele Millionen Klicks bekommen hat und rund um diese Maschine und um sein danach folgendes Werk mit dem Bau weiterer Maschinen hat sich eine Community gebildet, die wiederum, das ist schwer zu erklären, ne? Die wiederum sich im Sommer 2023 zum ersten Mal großflächig getroffen hat. Dieses Treffen war frisch angesagt und geplant worden im Winter 2022/23, wo ich mich dann sowohl mit dem Thema mechanische Instrumente, Wintergattern, Martin Molin heißt er auch, beschäftigt habe und dann sofort gesagt habe, ich fahre dahin. Und das wird bestimmt irgendeine Art von Folge und wenn ich da nur einfach hinfahre. Es war nicht geplant, dass es das Jubiläum wird. Ich habe nicht gerechnet, nicht geplant, war alles noch komplett offen, aber irgendwie sind dann alle Dinge aufeinander gefallen und es wäre erstmal so ein Bauchgefühl, diese beiden Themen, Martin mit seiner Marble-Maschine, mit seinen Maschinen zusammenzubringen. 7 Jahre wirken mit 10 Jahre Podcasten. Ja. Das war irgendwie nur ein Gefühl, ein Gedanke. Es könnte irgendwie passen, keine Ahnung. Schieben wir das mal zusammen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, that escalated quickly.
Es war in dem Fall gar nicht so sehr der Fall. Trotzdem war es eine Eskalation in mehreren Stufen. Stufe 1 war ja quasi, dass du mir irgendwann im März, glaube ich, sogar schon, oder nee, das muss nach der Tour gewesen sein, irgendwann Ende Mai, hattest du mir gesagt, ja, da ist dieses Meetup und ich will da hin und hast du nicht Bock mitzukommen, wollen wir dann Folge aufnehmen. Dann habe ich erstmal versucht, so irgendwo zwischen Mittagspause und Frühstücksreste zusammenkratzen, habe ich dann geguckt, so, was ist denn das überhaupt? Und bin da nicht hintergestiegen. Du hast mir irgendwas gesagt von, ja, da sind so Leute, die bauen so, die spielen da mit ihren Marble Machines rum. Marble Machine, was zur Hölle? Dann habe ich irgendwie so als alter Videospielverrückter irgendwie an Marble Madness gedacht, wo man so Labyrinthe auf dem Bildschirm hatte, wo man so eine Marble, also eine Murmel mit ganz kruden Controller-Eingaben, weil es im Arcade-Automat eigentlich ein Trackball war und zu Hause dann ein Steuerkreuz. Egal, aber das ist sowieso das Erste, wo ich beim Wort Marble drauf komme, auch wenn ich später dann gelernt habe, dass Marble auch Marmor heißen kann. Da dachte ich, hä, jetzt sind es vielleicht Marmormaschinen? Mittagspause vorbei, egal, beschäftige ich mich ein andermal mit. Und lange Rede, kurzer Sinn, das hat dann so über Wochen in meiner Inbox, meiner To-Do-Liste irgendwie so, ist das so vor sich hingeschimmelt, bis du mir dann irgendwann die Pistole auf die Brust gesetzt hast und gesagt hast, so, was ist denn jetzt, kommst du mit? Und ich wusste immer noch nicht so richtig, was das ist. Und dann habe ich auch beschlossen so, ach fuck it, ist mir egal, was das ist, ich komme jetzt einfach mit, der sagt, da ist Musik, da kann man mal Sachen aufnehmen, das ist bestimmt lustig. Und dann fuhr ich nach Rüdesheim und ich habe mir das Video der Marble Machine dann erst vor Ort, 10 Minuten vor dem Interview mit Martin angeguckt, wo du mir quasi mein eigenes iPad in die Hand gedrückt hast und gesagt hast, so, guck das wäre jetzt schon nicht schlecht, wenn du wüsstest, mit wem wir da gleich reden. Ich guck mal, ob ich ein Interview mit ihm kriege. Und dann saß ich da mit Kopfhörern in den Ohren, da mitten zwischen diesen Leuten, die selber ihre kleinen Marble Machine bauten und guckte mir dieses Video an und dachte, das ist fantastisch, verdammt nochmal großartig. Und mit dem rede ich jetzt gleich. Und dann haben wir wirklich das Interview, nachdem wir erfahren haben, wir kriegen ihn, weil das gar nicht so leicht ist, weil er da in seinem Workshop sitzt und stundenlang an dieser Maschine baut, also eigentlich von morgens bis abends. Haben wir wirklich so in 10 Minuten vor diesem Interview uns die Fragen so zusammengeschrieben. Und wir haben hinterher von ihm Lob bekommen, denn er war eigentlich, glaube ich, 20 Minuten oder so wollte er ursprünglich und da ist dann irgendwie eine halbe Stunde oder mehr draus geworden. Ja, so. Oder 10 Minuten. Also er war von unseren Fragen sehr überrascht. Im Sinne von, wir müssen das wohl ganz gut gemacht haben, so als auf naive Weise daran zu gehen und einfach die richtigen Fragen zu stellen. Weil wir uns ein bisschen ab vom was ist denn die Marble Machine und wo hattest du die Idee dafür? Ein bisschen abgehoben haben. Und das war einfach ein total krass schönes Interview. Und es eskalierte schnell. Stufe 2 war dann, dass du mir, ich springe jetzt nochmal kurz zurück, vor dem Event, wo du mir gesagt hast, ja, wir können auch eine Bühnenshow machen. Und ich so, okay, warte mal, wie lange ist es noch? Oh, noch 3 Wochen bis dahin. Ja gut, wir kriegen schon irgendwie was hin. Und Cornelis so, ja, ich mach das alles, ist kein Problem. So, jetzt bin ich es nicht oft gewohnt in meinem Leben, der Monolog endet gleich, keine Sorge. Okay. Ich bin nicht oft gewohnt in meinem Leben, dass Menschen mir sagen, ich kümmere mich drum, du musst gar nicht so viel machen. Das ist ein wunderschöner Zustand, dass man sich auf andere Menschen verlassen kann. Ich habe ihn nur gar nicht so häufig in meinem Leben. Und okay. Das war sehr, sehr gut. Du hast das wirklich wunderbar im Vorfeld bereitet. Ich habe letztendlich nur noch deine Inhalte, die du zusammengeschnitten hattest, in so eine Präsentation gebaut, die wir dann auf der Bühne gemacht haben. Und die letzte Eskalationsstufe, die dann doch so für ein bisschen warmen Spätsommerschweiß gesorgt hatte, war dann, das ist übrigens alles in Englisch. Und da habe ich dann gedacht, ich bin krank, ich kann nicht, ich komme nicht. Ich kann zwar Englisch, aber auf einer Bühne vor englischsprachigem Publikum habe ich dann kurz gedacht, wer weiß, das am Ende. Gut. Kann ich mir einen Buntstift nehmen und vielleicht einen roten Strich auf einen Corona-Test malen? Nee, auch das war gut. Letztendlich haben wir uns dann für eine Mischung aus beidem entschieden. Wir haben den Beginn auf Englisch gemacht und dann die eigentliche Folgenaufzeichnung der Jubiläumsfolge dann auf Deutsch, weil es für euch, liebe Hörerschaft da draußen, vermutlich auch sehr seltsam gewesen wäre, die Folge komplett auf Englisch zu hören. Und jetzt mache ich mein Promising war, mein Monolog endet. Ich habe gern zugehört, vor allen Dingen, ich meine, ich habe Ideen, aber natürlich ist in diesen Ideen keine Sicherheit drin, dass das wirklich funktioniert. Dafür machen wir es zu selten und Bühnenshows, das war jetzt die zweite, glaube ich, oder die erste richtige mit einer wirklichen Bühne, das andere war ein Kino. Das ist schon auch alles so ein bisschen so Sprung ins kalte Wasser und na, mal gucken, ich denke nicht drüber nach und ich freue mich halt dann einfach auch,
Ich habe mich vorhin einfach die ganze Zeit gefreut, okay, es funktioniert, ja, das könnte auch klappen. Oh, wir kriegen wirklich dieses Interview. Oh, es läuft auch ganz okay, bis richtig gut. Und wir haben es sogar geschafft, irgendwelche Fragen zu stellen, die Antworten produziert haben bei Martin, die der Community noch, naja, unbekannt oder zumindest die ein sehr großes Erlebnis emotionaler Natur geschafft haben. Von wegen, wie das hat er gerade gesagt in einem Mikrofon. Da haben wir 7 Jahre drauf gewartet und insofern war das schon sehr, sehr toll und das Hauptthema war ja eigentlich Passion, Begeisterung, Hingabe, Herzensprojekte, positive Beklopptheit mit Themen, die man einfach nicht liegen lassen kann und das hat, glaube ich, gut funktioniert im Gegenschnitt unsere Historie und die vom Künstler Martin. Ich glaube, du hast es geschafft, derjenige zu sein, der zwischen Entdecken und dem persönlich Treffen die kürzeste Zeitspanne überhaupt hatte. Das mit Sicherheit. Also da werde ich wahrscheinlich in die Geschichte des Wintergarten eingehen. Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Das stimmt. Also zwischen Video und ihn dann persönlich mit ihm ein paar Worte wechseln und dann noch ein richtiges Interview führen. Ja, aber umso mehr hat mich dann dieser Ritterschlag da auf der Bühne gefreut, dass wir wirklich in einige sehr, sehr überraschte Gesichter gucken, als wir das Interview dann eingespielt haben, weil wir das nicht live auf der Bühne gemacht haben, sondern voraufgezeichnet war am selben Tag. Und wo dann wirklich einige so die Augen fast schon aus dem Kopf quollen mit, was? Das hat er gesagt? Das wussten wir noch gar nicht. Das war cool. Das war echt cool. Wie das überhaupt insgesamt einfach sehr, sehr cool war. Also coole Leute, tolle Bekanntschaften, einfach sehr, auch eine sehr warmherzige Community. Hat mich sehr an so einen sehr fokussierten Chaos Communication Kongress erinnert quasi. Also dieselben Vibes waren da unterwegs. Definitiv. Und wir hatten, glaube ich, noch weitere Skalationsstufen. Zumindest hatten wir noch eine an dem Tag. Die verraten wir jetzt noch nicht. Es gibt noch mehr Content aus Rüdesheim oder der Umgebung. Und als du dann weg warst, du warst ja einen Tag dabei, hatte ich noch mindestens eine Eskalationsstufe, die unglaublich war, die ich irgendwie versucht habe einzufangen. Ich bin immer noch nicht sicher, ob das wirklich so etwas wird. Ich habe das starke Gefühl, wir müssen nochmal dahin. Und es gibt ja auch noch die Idee, dass dieses Meetup wieder stattfindet. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Wäre eine Idee für ein nettes Wochenende nochmal da abzuhängen. In diesem doch irgendwie Touristen aus dem Ausland kennen diesen Ort. Wir kannten ihn irgendwie nicht so und es sah erst alles ein bisschen so, okay, ja, Wein, Fluss, wer ist das Rhein, Main, irgendwas. Und dann ist da aber so eine Welt aufgegangen, auf so vielen Ebenen. Und bei mir waren es, glaube ich, noch ein paar mehr, weil da auch noch eine Weinprobe stattgefunden hat und vieles mehr. Ich bin vollkommen geflasht von dem Ort, den Menschen und allem, was da so geht. Rüdesheim an sich, also hat mich auch begeistert, wo ich auf jeden Fall dafür bin, dass wir dem Ort nochmal einen Besuch abstatten, weil Schwiegertante sagte, als ich meinte so, ich fahre jetzt nach Rüdesheim, meinte sie so, ach, da möchte ich auch mal wieder hin, ich habe da mal in der Nähe gewohnt, das ist wunderschön da. Und ich so, ja, okay, gut, habe mir jetzt nichts dabei gedacht und dann komme ich da in Rüdesheim an und denke mir, mein Gott, ist das schön hier. Ja. Also es ist wunderbar gelegen da unten im Rheingau, tolle Panoramen, kleine Hügel, Weinberge ohne Ende, bestimmt endlose Wanderpfade. Also wenn das Wetter wieder anständig wird, bin ich da auf jeden Fall für zu haben, dass wir der Sache einen weiteren Besuch abstatten. Zumal du mir ja schon Bilder von deiner Begegnung der dritten Art gegeben hast, die da einen Tag später ohne mein Beisein stattfand. Und ich sag mal so, diese Bilder alleine schon haben in mir ausgelöst. Also das ist wie du es eben beschriebst, die Eskalationsstufe eine höher, schon fast schon untertrieben. Das sind schon so 2-3 weitere Eskalationsstufen. Auf jeden Fall und auch auf sinnliche Art, würde ich sagen. Wenn wir das schaffen, das irgendwie euch mitzugeben, was da geht, dann wird das ganz toll. Mal gucken, Frühling vielleicht. Und jetzt haben wir so eine hohe Fallhöhe und ich würde sagen, machen jetzt relativ flott die Tour, die ja noch weitergegangen ist, das habt ihr auch erst vor kurzem gehört, zu Ende, insbesondere das, was dann noch so an Outtakes sich angesammelt hat. Wir waren dann ja wieder in Slowenien, oder was heißt wieder, dann in Slowenien, egal, und haben uns einen Baumwipfelpfad angeschaut, schwieriges Wort. Und da ist nochmal ein Aspekt, der vielleicht so generell gilt, du machst ja Insta-Stories und ich krieg das nie mit. Können wir mal kurz da in die Ecke gehen? Schnell mal in die Videos. Ich krieg das aber nicht mit. Vielleicht brauchen wir so ein Videozeichen. Ja. Ich bin halt im Quatschmodus, ne? Das war noch Robertus, aber
irgendwie schaffst du es, diese Insta-Stories so organisch einzubauen in den Podcast-Flow. Ich bin mir auch nicht sicher, wie viele von denen eigentlich doch noch drin geblieben sind, akustisch, und die ich ausgeschnitten habe. Ja, das ist aber wirklich eine Herausforderung. Ich mache das ja absichtlich so, dass wir die Podcast-Aufzeichnung nicht unterbrechen müssen. Denn das ist logistisch tatsächlich eine kleine Herausforderung, wenn wir da den Ort naiv entdecken. Also gerade das Hubertus ist jetzt dann ein super Beispiel für, weil die Idee ja da war, wir entdecken diesen Ort naiv. Und wenn wir dann als zweites auch nochmal Insta-Stories beim zweiten Durchgang machen würden, dann müssten man ja die Reaktionen, die dann auf der Insta-Story ja genauso echt sein sollen, ja wieder spielen. Und das wollen wir nicht. Ja. Deswegen habe ich mir so einen Modus antrainiert, in dem ich quasi die nächste Formulierung, die ich im Podcast auf eine Frage von dir oder einfach einen Eindruck, den es gerade zu beschreiben gilt, so mache, dass ich einfach parallel das Handy hochhalte, auf Aufnahme drücke und diesen einen Satz, den ich jetzt gedenke zu sagen, mit einem Video aus der Umgebung verknüpfe, sodass ich es dann live quasi einfach so schnell raushauen kann. Und natürlich passiert bei dieser Art und Weise, die ich ja absichtlich so mache, dass du es nicht mitbekommst, damit es den Flow nicht unterbricht, passiert es natürlich dann mal, dass du ab und zu einfach ins Bild läufst. Und das ist dann halt einfach so. Ne? Also da müsste ich mir quasi eine rote Lampe irgendwie auf den Hut binden oder sowas, die ich dann jedes Mal so mit so einem kleinen Zugband irgendwie einschalten mit Achtung, Achtung, Insta-Story-Modus. Das ist, glaube ich, ein Problem, das sich so einfach nicht lösen lässt, außer wir kommen da beide in einen Modus operandi, dem das einfach dann aware ist. Aber warum sage ich wieder so viele komische englische Begriffe? Nein, ich finde, das klappt bemerkenswert gut, wenn wir das so machen. Wir haben damit ja in Italien damals angefangen, oben auf dem Lingotto-Gebäude. Und seitdem versuchen wir halt euch mit den Insta-Stories mitzunehmen und euch auch direkt quasi von der Tour relativ zeitnah, ich sage immer live, aber es ist ja eigentlich für 24 Stunden dann verfügbar und nicht direkt live, so ein Live während einer Aufnahme zu machen, wo wir dann wirklich live gehen und ihr quasi die gesamte Aufnahme von vorne bis hinten mitkriegen könnt, das steht noch in den Sternen, ob wir das mal machen, hatten wir aber auch schon die ein oder andere Idee in diese Richtung. In diesem Sinne wieder ein Aufruf, kommt doch gerne zu Instagram und abonniert den Account @schöneecken, zusammengeschrieben, da könnt ihr dann live dabei, zeitnah dabei sein, wenn wir auf solchen Touren vor Ort sind und könnt die Eindrücke sehr unverbraucht und direkt mitnehmen und euch dann schon mal auf die Folgen freuen, die dann erst Monate später teilweise rauskommen. Ich habe hier noch eine Stimulation. Ich habe vergessen, worum es dabei geht. Bei allen Türmen, ich bin auch immer viel mehr mit dem Hochklettern irgendwie nochmal. Ich bin heute irgendwie neben mir. Vielleicht macht es Tablette, dass ich nicht reden kann nochmal. Also, aber sie stimuliert doch dein Nervensystem. Ja, offensichtlich nicht. Also, Reisetabletten, genau. Vielleicht nicht die beste Kombi. Ich wollte gerade sagen, das müssen wir jetzt mal in Kontext setzen, sonst denken die Leute, weiß Gott, was da draußen, was du für ein Viagra-Importzeugs geschluckt hast. Wir haben hier, glaube ich, schon zwei Folgen gemacht mit Tabletten gegen Seekrankheit und beiden hatte ich so gewisse Aussetzer. Die andere war ja die Spielefolge. Da hatte ich große Aussetzer. Also, da war ich am Ende einfach nicht mehr da, quasi. Hier ging es noch. Aber das war nicht der einzige Aussetzer. Moment, aber das war ja experimenteller Stuff, ne? Das war ja schon eine neue Art von Tabletten, die du dir extra speziell für diese Reise besorgt hattest. Nee, ich bin dafür extra nach Spanien gefahren, habe zwei Wochen, was war das? Das war die Tour mit der Nachhaltigkeit, genau. Zwei Wochen gemacht, um diese Tabletten zu importieren, wie auch immer. Gibt es nur in Spanien. Hab vergessen, wie sie heißen. Mir wurden noch neue gegeben, also meine Lieferanten haben... Inzwischen habe ich welche nachgeliefert. Aber wie gesagt, seid vorsichtig mit Tabletten, sonst passiert sowas. Ja, ja, diese eingebauten 360-Grad-Sensoren, ne, die sind schon cool bei Menschen. Eingebauten 360-Grad-Sensoren? Ach Mann, ey. Werf mich vom Turm. Diese eingebauten das lohnt sich nicht. Die eingebauten 3D-Sensoren. Ach egal, Outtakes. Genannt Augen. Bei Menschen gucken 3D. Wow. 3D-360-Grad-Sensor. Ich habe das, glaube ich, immer noch nicht ganz verstanden, was du eigentlich damals meintest. Ich glaube, ich wollte nur sagen, dass man nicht. Das ist wie 3D-Kino. Das ist Realität. Also Realität ist fast wie die Realität. Ja. Das streichen wir das. Was ein bisschen mehr wie die Realität war, war, glaube ich, unsere Rutsche. Das ging sehr flott eigentlich, aber hat sehr viel Spaß gemacht zu schneiden. Und das ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Podcast-Kunst ist, aber das war wirklich
lustig und hat Spaß gemacht. Da auf jeden Fall nochmal reinhören. Und vielleicht nochmal eine kleine Verknüpfung zu. Ich war, glaube ich, in der Rutsche die Insta-Hand. Spiel's mal einfach ab. Also, klatsch nochmal rein. Ha. Nein. Was? Ich habe beide Hände voll. Ach so, ja, sorry. Ja, genau. Egal. Ich bin immer so gemein zu dir. Aber ich hatte wirklich beide Hände voll. Ja, ja. Schon klatsch da mal rein. Aber das Ding war wirklich, also immer wenn man so lapidar Glasfaser sagt, dann ist einem ja eigentlich gar nicht bewusst, was Glasfaser für ein abgefahrenes physikalisches Ding ist. Das ist ein endloses kleines Röhrchen, durch das ein Lichtpunkt geschickt wird. Und weil das Ding, weil das Rohr innen drin reflektierend ist, kann dieses einzelne Lichtphoton nirgendwo anders hin als zum Ende dieser Leitung. Das ist ja an sich schon physikalisch unfassbar beeindruckend, dass das über Kilometer hinweg geht. Wenn man dann aber so eine Rutsche sieht, dann wird einem plötzlich klar, dass das halt wirklich so geschlossene Röhren, wo nur ein Ein- und ein Ausgang vorhanden ist, auch für Schall nach dem gleichen Prinzip beeindruckend ist. Stimmt. Ja. Weil als ich oben reingestiegen bin in diese Rutsche, habe ich wirklich gedacht, du bist quasi nur einen Meter vor mir um die nächste Biegung. Und ich habe wirklich kurz überlegt, ob ich jetzt in dich reinrutsche. Das war schon krass. Und das kommt auf der Aufnahme überraschend gut rüber, weil du ja unsere beiden Mikrofonstrecken zusammengemischt hast. Und du hast mir das auch ganz, ganz frohlockend irgendwie zugeschickt. So, oh, hör dir das mal an, das ist voll gut geworden. Ich habe dafür dann meinen Arbeitstag unterbrochen, mir Kopfhörer aufgesetzt und habe dann nur diese Aufnahme gehört und dachte, wow, okay, das ist wirklich sehr gut geworden. Danke. Also ich war auch einfach sehr Kind an der Stelle auf allen Ebenen. Das ist auch etwas, was sein kann und sein darf und sehr schön war. Ne? Also einfach so eine Idee. Genau. Dann sind wir auch schon weitergefahren und kommen jetzt schon zur letzten Folge im Rückblick. Da müssen wir gar nicht viel zu erzählen. Die haben wir uns schon ausführlich betrachtet. Das waren die Erinnerungen an deine Zeit in Slowenien und dann entsprechend auch das Wiedererleben dieser Orte. Da hatte ich im Vorfeld wirklich Bedenken, ob das als Podcast-Folge funktionieren kann. Deswegen, ich habe es ja auch in der Folge schon erwähnt und sowas, aber ich an dieser Stelle vielleicht nochmal. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann warum auch immer, weil ihr sie verpasst habt oder irgendwie gerade hier gelandet seid, dann hört sie bitte, bitte, bitte und schickt uns oder auch nur mir oder wie auch immer ihr möchtet, gerne Feedback, ob das für euch interessant war, weil ich habe, oder unter anderem sind halt diese Segmente in der Folge, in denen wir nochmal Fakten angereichert haben über die jeweiligen Orte, auch so ein bisschen aus Verlegenheit entstanden, weil ich Sorge hatte, dass das sonst zu persönlich ist und wenig Allgemeingültigkeit, sage ich jetzt mal, vom Inhalt der Folge irgendwie hat. Weil ich glaube, das ist von all dem, was wir gemacht haben, fast schon die persönlichste Folge von allen, weil sie halt einfach wirklich Orte aufgreift, die nur wahrscheinlich für mich eine Bedeutung haben und wo ich mich daran erinnern kann, dass selbst du vor Ort schon so neben mir standest und meintest, warum sind wir jetzt hier? Nicht umsonst ist unser kleiner Part am Ende der Baumwipfelfahrt-Folge entstanden, wo wir wirklich eigentlich noch einen ernsthaften Part an der Seilbahnstation des Bocheus am Bellevue Hotel aufnehmen wollten und dann festgestellt haben, das gibt einfach nichts her, wo wir hier sind. Ne? Und dann sind wir natürlich doch. Deine Erinnerung war es fast, ne? Jetzt verstehe ich es nochmal besser. Ja. Das war, ja, okay. Ja, weil wir sind dann ja unter dem persönlichen Aspekt logischerweise doch noch rumgelaufen. Und da habe ich dann Anekdoten erzählt. Ich weiß nur nicht, ob das für jemanden, der das jetzt, also der nicht mal den Ort live gerade erlebt, eine Bedeutung hat. Ne? Und deswegen würde mich da wirklich interessieren. Also seid da auch bitte gerne ehrlich, ne? Auch wenn ihr gerade denkt, so, hat mich nicht interessiert. Schreibt das gerne, weil uns hilft das einfach, das mal so ein bisschen einzuordnen und auch die Inhalte dann ein bisschen besser zu konfektionieren. Seid da nur nicht zu einseitig. Ne? Also auch wenn jetzt Leute dabei sind, die denken, ja, ich fand das super, aber das muss ich ja nicht schreiben. Doch, bitte. Damit wir ein Gleichgewicht haben zwischen denen, die ich jetzt gerade ermutigt habe, auch negative Aspekte zu schreiben. Und am Ende, ich meine, die ganze Geschichte war ja die Idee für die Tour und dass auf das alles zugelaufen ist. Und dafür hast du mir, glaube ich, auch schon 3, 4, 5 Jahre vorher mal erzählt, wir könnten ja mal nach Slowenien und uns da umschauen, wo du früher im Urlaub warst und wo es eben die Familie gibt. Und da habe ich mir noch nicht so viel bei gedacht. Ne? Aber letztlich war das ja die Kernidee. Ne?
Ja gut, ursprünglich war die Folge oder war die Tour ja sogar noch mehr in diese Richtung geplant. Da bist du ja dann aus heutiger Sicht dankenswerterweise, weil ich glaube, sonst wäre es wirklich ein bisschen einseitig geworden, dazwischen gesprungen, weil du gerne den Bühlwirt noch in die Abfolge aufnehmen wolltest, wofür ich ja sehr, sehr dankbar bin. Aber auch von der Struktur, die die Tour dadurch genommen hat, weil sonst hätten wir den Bereich mit Swarovski und den beiden Hotels ja gar nicht mitgenommen, ja. Was, glaube ich, schon sehr bereichernde Folgen einfach auch für die Diversität der Tour waren. Weil sonst, können wir ja vielleicht mal an der Stelle erzählen, also die ursprüngliche Idee der Tour war eigentlich, dass wir von Berchtesgaden über den Königssee fahren und uns von da dann relativ unmittelbar direkt nach Slowenien vorarbeiten und unter anderem einen recht umfangreichen Schlenker dann im Süden von Slowenien nochmal an den relativ kurzen Küstenstreifen zu einer Stadt vergessen, wo du gerne hin wolltest. Weißt du den Namen noch? Ja, BP, glaube ich. Bitchill. Ja, ich bin leider gerade überfragt. Aber das zur Hand, bin gleich da. Weil der slowenische Küstenstreifen ist insofern ganz witzig, weil er halt wirklich, glaube ich, nur 2 Kilometer lang ist. So ein ganz kleiner Streifen oberhalb von Kroatien. Und dann wären wir zu den Plitvica-Fällen gefahren. Also das ist ein Gebiet, wo eben ein paar kleine Wasserfälle so in einer sehr malerischen Furt, Schlucht, Felslandschaft, wie auch immer man das nennen möchte, zu sehen sind, wo ich auch als Kind mal war und das auch als wunderschön in Erinnerung habe. Nur wäre allein der Umweg dafür fast eine Tagestour gewesen, weswegen wir dann noch überlegt haben, ob wir mal dann eben von dem besagten Küstenstreifen, wo du hin wolltest. Piran, so, ich hab's gerade. Piran, genau, danke. Dann wären wir nämlich das, von Piran. Venedig von Slowenien heißt es. Dann wären wir nämlich von Piran nach Plitvica gefahren und wären da noch an der unteren Küste über Kroatien dann doch gefahren, um uns Krk anzugucken. Also die Insel, die geschrieben wird, KRK, wo auch einige Familienurlaube stattgefunden haben. Und dadurch wäre die Tour dann, glaube ich, umso mehr zu einer mehrfolgigen persönlichen Historie verkommen. Und ich glaube, da hätten uns die Inhalte irgendwann gefehlt. Weil Krk hat jetzt nicht so die Historie, dass man da alleine hätte eine Folge mitfüllen können. Das heißt, das wäre dann wieder eine Folge, die an multiplen Orten stattgefunden hätte geworden. Und ja. Ich vermute auch mal, da hätten wir den Milosevic-Konflikt aus den 90ern mit einfließen lassen sollen, um auch die Historie dieser Orte einzuordnen und wie sie heute sind und warum das so ist, wie es heute ist. Und das ist dann was, das hätte man noch umfangreicher aufbereiten sollen, um das dann nicht eben, wie gesagt, zu so einer persönlichen Geschichte verkommen zu lassen. Und deswegen bin ich eigentlich jetzt im Nachhinein und damit auch dann dir ein Dankeschön, dass du mich da in diese Richtung getriezt hast, dass wir diese Diversität in der Tour drin haben und so eben auch diese Bandbreite an Themen abdecken konnten, dass du mich dazu, genötigt klingt jetzt so negativ, aber gebracht hast. Formulieren wir das mal so. Letztlich ist es ein Bauchgefühl und ich bin selbst immer so, setze mich jetzt durch oder nicht? Und dann ist es aber irgendwie ein starkes Gefühl und ich hoffe dann, dass es auch funktioniert und Recht hat. Das heißt nicht Recht, also das ist auf jeden Fall am Ende das erreicht, was wir beide schaffen wollen, dass es dann passt. So, ne? Genau, ich habe noch ein paar Dinge abzuräumen, die wir da erlebt haben und nicht in Folgen drin hatten oder Rotex halt. Ja, genau. Zur Erklärung und Einordnung für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wir befinden uns am Pohorje, da waren wir ja schon in der letzten Folge, in Slowenien. Das ist ein Berg, ein Skigebiet, ein bewaldeter Berg. Und hier sind jede Menge Vögel. Ich habe gerülpst, ich fange nochmal neu an. Ja, genau. Was habe ich? Gerülpst. Achso, das habe ich gar nicht gehört. Ja, das Lustige ist, das ist ein paar Mal so drin gewesen. Ich höre da nochmal so rein. Ich höre es einfach gar nicht. Das ist dann nicht, du spürst es aber. Ja, ich bin ja Profi. Ne? Ich bin ja Profi. Ich rülps dann schon, wenn ich in solchen Momenten bin, schon sehr professionell. Ne? Also professionell verhalten. Trotzdem ist es mir dann sehr unangenehm, weil ich mir denke, ihr lieben Menschen da draußen, ihr habt dann Kopfhörer auf den Ohren und dann hört ihr so ein Ups, ne? Und seid in meinem Mund zu Gast und das muss ja nicht sein. Und wenn ich das Gefühl habe, dass es einfach geradezu unangenehm werden könnte und auch dann die Schnittarbeit, wenn man dann so mitten im Satz, weil was ihr auch oft nicht mitbekommt da draußen ist ja, dass wir einen Satz sprechen und dann sagen, nee, nochmal. Oder einfach so, wenn wir uns in einem Wort verhaspeln, das Wort einfach schnell nochmal sagen und darauf vertrauen, dass Cornelis das teilweise Monate später schon wieder so zusammenbauen wird, dass es Sinn ergibt.
Und deswegen habe ich insbesondere mir angewöhnt, dann manche Segmente einfach komplett neu zu sprechen, wenn ich merke, das ist jetzt zu durcheinander, damit die Schnittarbeit da einfacher wird. Von Profi zu Proll. Hier heißen zwei Outtakes Proll. Und hier und die Einfahrt hochzufahren, ja. Das war immer echt eine Herausforderung für meine Familie. Denn hier sind wirklich nur so... Entschuldigt das bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, aber da draußen. Hier fahren halt sehr gerne die guten Radfahrer, aber auch die Motorradfahrer. Ja, also diese Einfahrt hochzufahren, wir schneiden das Segment. Ja, warten wir kurz. Ja, toll, Jungs, ihr seidet. Ihr seid die besonders schepprig. Ja. Prädikat. Nur ja. Echt mit besonders scheppern. Das ist manchen Gegenden wirklich schlimm. Ja, da habe ich echt gedacht, kann man, also es gibt, ich weiß, es gibt ein Motorrad gebaut von den Typen, die auch Werner gemacht haben, der mit Kettensägenmotoren angetrieben wird, aber ungefähr so muss das Ding klingen. Ja. Auf dem Pohoje habe ich dann endlich was gehört, was mir schon öfter mal angekündigt wurde. Also das, ich mache das einfach mal an. Okay, die Mücken sind wirklich viele. Ja. Ist auch ehrlich gesagt nicht so geil, weil ich fürchte, dass... Boah, meine Fresse. Ich fürchte, dass das Auto gleich die Alarmanlage anmachen wird. Und dann macht's Krach? Dann macht es nicht nur Krach, sondern es spielt mit einer... mit einem Affen, mit einer Affenlautstärke irgendeine Opernarie. Was? Warum? Aus, okay. Aus demselben Grunde, warum es das tut. Okay. Noch Fragen? Nein. Gut. Es klang relativ authentisch. Ich möchte nicht wissen, wie das eingespielt wurde. Den Furz schneidest du bitte raus, Herr Carter. Outtake? Was habe ich auf Outtake erwidert? Wahrscheinlich nein! Nee, ich glaube, es war okay. Okay. Ja, jetzt dürfte auch klar sein, welche Vehikelmarke ich fahre. Googelt einfach mal, wenn ihr da Näheres zu hören wollt, auf YouTube nach Tesla und Alarmanlage. Aus irgendeinem Grunde kam die auf die Idee, dass wenn die Innenalarmanlage ausgelöst wird, innen drin mit einer unglaublichen Lautstärke, ich glaube, es ist keine Opernarie, es ist irgendein berühmtes Stück, ich habe keine Ahnung, ich möchte es nicht ausprobieren, meine Gehörgänge sind mir sehr, sehr wichtig, gespielt wird, damit der oder die Person, die da gerade eingebrochen ist, einfach möglichst schnell wieder aussteigt. Passiert ja. Dummerweise auch, wenn Menschen noch irgendwelche SMS zu Ende schreiben wollen, sich das Fahrzeug dann verriegelt und sie danach einen Hörsturz haben. Insofern vorsichtig, wenn ihr in den Autos mit dem Tee sitzen bleibt und sich das Auto dann verriegelt. Ich bin von einigen fassungslos, was da an Geräuschen, also mehrere Dinge, komisch. Und wer sich fragt, wo dieser Furz herkam, nein, der war nicht von uns beiden, sondern ja, wer mit dieser Eigenart von Teslas nicht vertraut ist, weil warum sollte man auch, das ist jetzt irgendwie nicht so glorreich, Teslas haben eine Funktion, bei der man in der App auf den Knopf drückt und dann pupst das Auto nach draußen. Soll lustig sein, lassen wir das an dieser Stelle, das zu kommentieren. Ja, genau, lassen wir das und lassen wir das Jahr hinter uns. Mit dieser Note lassen wir das Jahr hinter uns, mit einem Pups aus einem... Nee, okay. Noch nicht ganz, vor allen Dingen, das war die Überleitung. Ich wollte dich nochmal fragen, ganz rückblickend 1 bis 10, wie war das Jahr? Ich bin nämlich selber ganz, ganz glücklich damit, aber vielleicht zuerst. Machen wir jetzt 1 bis 10 Wertungen für unsere Jahre? Da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Warte mal, das muss ich jetzt mal für jede Folge gemacht, einzeln eine Wertung vergeben, dann den Durchschnitt berechnen, dann sagen, dass, ja. Nee, ich war auch mit diesem Jahr sehr, sehr zufrieden. Also ich weiß nicht, ich finde Zahlenwertungen so. Sei egal. Ob das jetzt eine 8 ist, ob das eine 9 ist, ob das eine 7,5 ist, weiß ich nicht. Wir waren ja Anfang des Jahres, glaube ich, noch so teilweise ein bisschen im Verlegenheitsmodus und wussten nicht so richtig, was wir alles machen sollten. Dann hat die Tour uns so viel Content reingespielt, dass wir jetzt gerade gar nicht wissen, wie wir das veröffentlichen sollen. Wir sind ja auch bewusst vor einiger Zeit auf den dreiwöchigen Rhythmus umgeschwenkt, um uns auch ein bisschen mehr kreative Möglichkeiten zu geben und vor allem solche Off-Stimmen-Einsprecher machen zu können und all sowas. Auch da, ich weiß nicht, ob wir es schon mal an anderer Stelle gefragt haben, gerne Feedback dazu, ob ihr diesen 3-Wochen-Rhythmus besser findet oder ob ihr ihn schlechter findet. Gerne mal Meinungen in unsere Richtung werfen.
Das sorgt aber eben auch dafür, dass manche Sachen ein bisschen länger als ursprünglich geplant liegen bleiben. Und deswegen bin ich überrascht. Anfangs war ich überrascht, wie schnell wir durch diesen Jahresrückblick durch sind. Und jetzt denke ich mir, ich gucke auf die Aufzeichnung, bei mir steht ja. 1 Stunde 44. Jetzt haben wir doch einige Zeit hier verbracht, weil die Folgen halt so gut waren, also ja. so dicht waren. Und insofern würde ich das schon im oberen Bereich jetzt aus meiner persönlichen Warte einsortieren. Einfach weil wir ja doch unsere Mission sehr ernst nehmen, dass wir versuchen, die Folgen in sich mit intensiveren Themen ja. zu befüllen und eben nicht mehr an einem Ort möglichst oder auf einer Tour möglichst viele Städte mitzunehmen, die wir dann durchschreiten und beschreiben, dass wir gerade dieses und jenes Plakat oder dieses und jenes sehen. Genau, das ist auch mein Eindruck, dass wir einiges Neues ausprobiert haben oder auch vieles, was wir gelernt und vorher als nicht so toll empfunden haben, jetzt einfach hier anders gemacht haben. Deswegen war es für mich ein sehr dichtes Jahr und hier ist fast gesagt 10 von 10 oder 9 von 10, was weiß ich. Und das ist irgendwie ganz toll, weil ich selber zumindest eigentlich jedes Mal, gerade auch zum Jahresanfang, denke mir, oh, ach, jetzt kommt auch nichts mehr. Das kann man auch sein lassen, keine Ideen. Das ist dann auch noch, soll ja Spaß machen, sowohl für euch Hörende und aber auch für uns beim Machen. Und das ist dann oft eigentlich immer, sonst wenn wir es nicht mehr tun, das Gegenteil. Aber ich finde, dass es in diesem Jahr noch sich mehr noch gedreht hat von dem, was ich erst empfinde und befürchte, zu dem, was dann tatsächlich entsteht. Das ist irgendwie, ja, vielleicht steckt das in vielen, aber bin ganz beeindruckt und freue mich aufs nächste Jahr. Lustig ist, dass ich bleibe immer noch so ein bisschen an dieser Kristallwelten-Folge hängen, weil ich weiß noch, wo wir diese Tour geplant haben, da hatten wir ein großes Planungsdokument, das wir so beidseitig befüllt haben. Und als du damit rüberkamst mit, ja, ich will unbedingt diese Kristallwelten mitnehmen, das muss so verrückt sein. Ich weiß noch, wie wir beide so giggelnd und feixend zusammen im Voice saßen und uns so ah, fantastisch, das ist skurril und verrückt, das ist genau der Traum, aus dem schönen ja. Podcasts sind. Und dann war das unterm Strich von allen irgendwie so fast schon unser Lowlight der Tour, weil uns dieser Ort einfach eben nicht mal in puncto Skurrilität so umgehauen hat. Also weil wir wussten ja, dass uns das Ding jetzt nicht so auf einer ästhetischen Art und Weise zu Tränen rühren wird. Wir sind ja schon mit der Idee dahin gefahren, dass der Ort so skurril ist, dass er uns eben eine Folge lang mit WTF-Momenten und Überraschungen und weiß ich nicht was so durch die Folge trägt. Und am Ende war er dann irgendwie nur so ein bisschen trashig. Genau, das ist halt der Trash-Film, der einfach nicht lustig ist. Ja. Naja. Ach ja. Genau. Allerdings waren die Kontraste und die gewisse Ironie, die auch durch die, wir haben da noch ein bisschen was drumherum gebaut und verrückte Sachen ausprobiert, dann doch auch wieder irgendwie das Ganze nochmal gerahmt haben in einer Art und Weise, die vielleicht ganz witzig ist. Insofern, also Spannungen, Kontraste sind ja auch dann nochmal was, vielleicht ist es auch hörenswerter, als wir denken, auch da. Ja, haben es oft genug gesagt, Feedback. Und Ideen, wie gesagt, für nächstes Jahr. Wir haben, also ich bin gerade in dem Moment, wo ich denke mir, okay, ja, wir haben jetzt noch Folgen, aber dann, ja, keine Ahnung, mal gucken. Und inspiriert uns. Sonst machen wir was. Drohung. Gut, das soll es gewesen sein für 2023. Habt einen guten Rutsch und feiert oder entspannt, was euch am besten tut, nach einem nicht einfachen Jahr, glaube ich, für viele. Und hoffen wir auf ein neues Jahr oder so. Ich glaube, das wird so oder so kommen. Ja. Da gibt es nicht so viel zu hoffen. Nee, genau. Feiert schön, kommt gut rüber, habt einen schönen Jahresabschluss zusammen mit Menschen, die euch gut tun. Und alles Gute dann fürs nächste Jahr. Ob jetzt noch eine Folge dieses Jahr kommt oder nicht, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber ich glaube, wir haben das so getimt, dass es nicht ist. Ihr werdet das ja sehen. Große Überraschung. Wir können Kalender bedienen. In diesem Sinne, wir haben euch lieb und freuen uns über Kommentare, Aufmerksamkeit und Empfehlungen auf den entsprechenden Plattformen. Das sagen wir immer wieder. Und wir meinen das wirklich ernst. Bitte, 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 wenn ihr es entbehren könnt, die 5 Minuten, schreibt uns eine Rezension auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Empfehlt uns weiter. Das hilft, dass wir sichtbar sind und bleiben und dass viele Menschen unseren Podcast entdecken und wir eine wachsende Zuhörerschaft haben, weswegen wir das doch alles hier letztendlich machen, für euch. Und je mehr das sind, desto mehr Freude macht das. Punkt. Achso, ja, Punkt. Dem Stone Tschüss kommt. Tschüss. Tschüss.